Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt an morgen denken, Südtirol kann. Unter diesem Motto begrüße ich im Namen der Schützenkompanie Franz Höfler-Lana und der Arbeitsgruppe Jetzt im Südtiroler Schützenbund alle recht herzlich bei uns in Lana und freue mich, dass ihr so zahlreich unserer Einladung gefolgt seid. Ein herzliches Grüß Gott allen, die heute hier anwesend sind. Nach der nun folgenden namentlichen Begrüßung der Vertreter des öffentlichen Lebens bitte ich am Ende der Begrüßung um einen Sammelapplaus. Ein herzliches Grüß Gott gilt den Abgeordneten zum Südtiroler Landtag Andreas Leiter-Reber und die anwesenden Mitglieder der politischen Parteien und Verbände. Für die Marktgemeinde Lana begrüße ich unseren geschätzten Bürgermeister Harald Stauder, die anwesenden Gemeindereferenten und Mitglieder des Gemeinderates sowie alle anderen anwesenden Vereinsvertreter von Lana. Ich begrüße den Bundesgeschäftsführer des Südtiroler Schützenbundes, Major Egon Zemmer, den Bundeskassier und Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Jetzt, Major Franz Josef Rohner, sowie die anwesenden Mitglieder der Bundesleitung, die anwesenden Bezirksmajore mit ihren Bezirksleitungsmitgliedern, unseren Ehrenhauptmann Edel Graber und alle Magdeburgerinnen und Schützen. Allen hier Anwesenden gilt unser Willkommensgruß und nun bitte ich um einen kräftigen Applaus. Die heutige Diskussionsrunde war im November letzten Jahres als Abschluss unserer Ausstellung im Gedenken an 60 Jahre Feuernacht und den 60. Todestag unseres Namensgebers der Kompanie Franz Höfler gedacht. Aus den bekannten Gründen musste sie kurzfristig abgesagt werden. Aber knapp ein halbes Jahr später könnte die Situation über die Themen der folgenden Diskussion nicht aktueller sein. Auf allen institutionellen Ebenen ist einiges in Bewegung. Als Europäer haben wir einen Krieg vor der Haustür, den wohl niemand mehr für möglich gehalten hätte. Eine alte Weisheit sagt, der Frieden fängt im Kleinen an und jeder ist verantwortlich, seinen Beitrag dazu zu leisten. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns für das Hier und Heute und besonders für die Zukunft unseres Landes um ein gerechtes und gemeinsames Miteinander einsetzen. Ganz bewusst haben wir deshalb diese Diskussionsrunde gewählt, um den Blick nach vorne zu richten und aktiv daran mitzugestalten. Ich bedanke mich vorab sehr herzlich beim Moderator Alfred Mayer. Er wird uns durch den Abend begleiten und zum anderen bei der Diskussionsteilnehmerin und den Diskussionsteilnehmern am Podium für ihre Zusage und ihr Kommen. Der Moderator wird in Kürze die Teilnehmer namentlich begrüßen und kurz vorstellen. Vor Beginn der Diskussion am Podium wird uns nun der Vorsitzende der Arbeitsgruppe IETS, Franz Josef Rohner, die Aufgaben und Ziele der IETS-Bewegung vorstellen. Im Anschluss gibt uns Bürgermeister Harald Stauder in seinem Impulsreferat einen Ein- und Ausblick zu der Autonomie Südtirols. Ich wünsche uns nun allen eine spannende, interessante und aufschlussreiche Diskussion. Bitte, Franz Josef. Liebe Anwesende, werte Diskussionsrunde, ich bringe ein Beispiel aus der Technik. Stellen wir uns einen Motor vor und ein Getriebe. Und wenn wir einen neuen Gang einlegen wollen, dann müssen wir die Kupplung drücken, damit die Zahnräder voneinander abkoppeln und dann können wir einen neuen Gang einlegen. Wenn wir in Südtirol eine neue Gangart wählen wollen, unsere Autonomie oder unsere eigenständige Verwaltung eine Stufe hochschalten wollen, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir zuerst uns vom Getriebe, vom chaotischen Treiben in Rom abkoppeln, loskoppeln, sodass die Räder des Zentralstaates bei uns nicht mehr greifen, uns nicht mehr stören können. Nur dann können wir eine neue Gangart für unser Land finden und einen eigenen Weg einschlagen. Stellt sich die Frage, wohin uns dieser neue eigene Weg, die neue Gangart führen soll? Welches Ziel haben wir dabei vor den Augen? Wir von der Projektgruppe Jetzt
haben ein Drei-Säulen-Modell entworfen, in dem jede der drei Säulen als ein realistisches Ziel angestrebt werden kann. Eine Säule, die Vollautonomie für Südtirol, aber eine richtige Autonomie, die nicht jedes Jahr eingeschränkt wird oder repariert werden muss. Die zweite Säule, die Eingliederung in Österreich, wo wir besser aufgehoben und vom Treiben Roms, vom Getriebe Roms abgekoppelt wären. Und die dritte Säule, Südtirol als eigener Staat, wo wir zur Gänze eigenständig wären. Alle diese Modelle stellen für uns realistische, akzeptable und mögliche Modelle dar, mit denen wir unser Land für die Zukunft, jetzt an morgen denken, weiter vorwärts bringen. Diese drei Modelle sollen von Experten und Fachleuten ergebnisoffen, ohne eine Säule zu bevorzugen, sachlich und objektiv beleuchtet und erklärt werden, mit Argumenten ausgebaut, damit wir Bürger uns ein Bild machen und dann mehrheitlich abstimmen können. Wir stellen uns eine ergebnisoffene Diskussion vor, so lange, bis die Mehrheit der Südtiroler entscheidet, welche Säule in Zukunft unser Land tragen wird. Dass wir uns aber vom Zentralstaat abkoppeln und loslösen müssen, um unser Land auf eine eigene Säule zu stellen, das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Es ist unbedingt notwendig, dass wir unsere Themen selber autonom steuern und regeln, ohne von Rom getrieben zu sein oder vom römischen Bürokratius nachlaufen zu müssen. Wir sollten eine eigene Mindestrente einführen dürfen, eine eigene Matura-Reform, unsere Wälder von Wildtieren befreien, die Staatsschulden endlich auf ein gesundes Maß zurückführen, zum künftigen Wohl für unsere Kinder. Und ganz besonders als aktuelles Beispiel unsere Vereine und unser Ehrenamt selber eigenständig regeln, bevor viele Vereine aufgeben und unsere Dörfer kulturell ärmer werden. In Sachen Ehrenamt bedanke ich mich jetzt herzlich beim Bürgermeister von Lana für seinen Einsatz, für seine Unterstützung, stellvertretend für viele andere Bürgermeister in unserem Land, die sich Sorgen machen um die kulturelle Vielfalt in ihren Gemeinden. Und ich übergebe jetzt das Wort an Bürgermeister Dr. Harald Stauder für sein Impulsreferat beim Jetzt an Morgen denken. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Andreas Bixner, danke für die Einladung. Wir haben vor circa 2 Wochen mal darüber gesprochen und der Hauptmann der Schützenkompanie hat mich gebeten, 5 Minuten einige Gedanken mit Ihnen zu teilen. Gedanken, wie kann es weitergehen in Südtirol, wie sollte es weitergehen, wo stehen wir heute, was sind realistische Perspektiven. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich umgehört, als ersten Schritt umgehört bei einigen Freunden im Ausland und habe gesagt, wie seht ihr Südtirol? Was glauben Sie, was herausgekommen ist? Na, euch geht's gut. Na, ihr habt es fein. Na, bei euch ist alles in Ordnung. So gut wie bei euch ist es eigentlich kaum irgendwo in Europa. Was ihr geschafft habt, hat eigentlich keine andere Minderheit in Europa, fast keine andere Minderheit in Europa geschafft oder auch fast keine Minderheit weltweit geschafft. Also voll des Lobes, wenn man Südtirol von außen betrachtet. Voll des Lobes, wenn man über unsere Autonomie spricht. Das ist die Außensicht. Wenn wir von Innensicht sprechen, dann haben wir gerade jetzt einiges gehört, wie man das natürlich auch betrachten kann. Wo es noch hakt, was die Perspektiven sind, wie es weitergehen könnte. All das sind Fragen, die wir uns natürlich innerhalb Südtirols stellen, weil wir halt sehr viel von dem, was wir heute haben, als selbstverständlich ansehen. Sehr viel, was aufgebaut wurde in der Ära von Silvius Maniago und Luis Durnwalder, mittlerweile als eingepreist gilt in unser System. Das haben wir, das steht für die einen mehr oder weniger fest, für die anderen auf wackeligen Beinen. Ich glaube, mittendrin wird wohl die Wahrheit sein.
Aber wir müssen uns weiterentwickeln. Und deshalb diese Arbeitsgruppe, die sich gebildet hat, ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung unseres Landes, ein wichtiger Beitrag, um den kritischen Geist auch innerhalb Südtirols wachzuhalten, den kritischen Geist und diese mögliche, starkes Wort, geistige Verfettung zu bekämpfen. Wo geht es hin? Was sind Perspektiven? Ich habe mir dann weiterhin Gedanken gemacht und eines ist mir aufgefallen: Wenn wir Südtirol heute vergleichen mit Südtirol vor 15 Jahren, bis damals haben wir uns sehr stark in Richtung Norden orientiert. Wir haben nach Nordtirol geschaut, wir haben nach Bayern geschaut, wir haben nach Baden-Württemberg geschaut, wir haben nach Richtung Salzburg geschaut, nach Wien eher nicht so stark, aber halt die Blickrichtung war in Richtung Norden und haben uns von dort doch einiges abgeschaut, haben einiges Gutes übernommen und Südtirol war dann auch die Brücke in Richtung Süden, hauptsächlich was das Ökonomische, was das Wirtschaftliche betrifft, diese Brückenfunktion, die wir nach wie vor stark einnehmen. Ein Trend, der zu untersuchen wäre, hat sich so langsam eingeschlichen. Wir vergleichen uns immer mehr mit Restitalien. Wir vergleichen uns immer mehr in den Statistiken und sagen, wir sind die 5 Besten im Staatsgebiet. Wir haben das 3. Beste Sanitätssystem. Wir haben das 5. Beste System, wenn wir von digitaler Entwicklung sprechen und so weiter. Gut, schön. Aber das sollte nicht unser Anspruch sein. Wir sind eingebettet als Südtirol in einen Wohlstandsgürtel, der in Südfrankreich beginnt, über Norditalien, sich nach Süddeutschland zieht. Das sind unsere Parameter, an die wir uns halten müssen. Wir müssen uns vergleichen mit den Besten. Wir dürfen nicht zufrieden sein, wenn wir nach Süden schauen und sagen, besser als die sind wir, also sind wir auf gutem Wege. Achtung, diese Tendenz ist sichtbar, diese Tendenz sollte man genauer untersuchen. Wir vergleichen uns in so einem Fall mit einem Staat, mit Regionen, die immer mehr zurückfallen im internationalen Ranking. Es gibt dort auch sehr gute. Wenn wir die Emilia-Romagna hernehmen, im Bereich Innovation kaum eine bessere Region in Europa unterwegs. Aber ich spreche vom Gesamtstaat. Also hier sind durchaus einige Dinge, wo man sich intensiv Gedanken machen muss. Öffnen wir uns nicht nur nach Norden, sondern auch in alle anderen Richtungen. Vergleichen wir uns also mit den Besten, schauen wir, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit halten. Wettbewerbsfähigkeit heißt auch Wirtschafts- und Lebensraum. Wirtschafts- und Lebensraum heißt, wir müssen die besten Köpfe anziehen, wir müssen die besten Köpfe im Land behalten. Da geht es im Moment ganz klar in die falsche Richtung. Wir haben eine starke Abwanderung der guten Köpfe. Wir haben in den letzten, ich glaube es sind 5 Jahre, um die 800 qualifizierte Akademiker verloren, die hauptsächlich in Richtung Norden abgewandert sind, weil sie gesagt haben, Südtirol ist nicht mehr attraktiv. Guter Wirtschaftsraum heißt Wohlstandssicherung. Wohlstandssicherung heißt sozialer Friede und sozialer Friede heißt in Südtirol auch Friede zwischen den Sprachgruppen. Das sind Werte, die wir bedenken müssen. Das sind Werte, die wir weiterhin stark fördern müssen. All das, was hier oben auch an Zukunft vermerkt ist, geht nur, wenn wir mit allen Sprachgruppen gemeinsam in eine Richtung ziehen. Diese Erkenntnis dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir dürfen nicht nur für eine Sprachgruppe denken. Wir müssen die guten Dinge, die wir haben, auch den anderen Sprachgruppen vermitteln. Es ist sehr schwer. Es wurde oft schon versucht, aber ohne wird es nicht gehen. Mit einem gesunden Patriotismus. Der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus ist genau diese Bruchlinie, wo es zum Teil
hapert, wo es zum Teil scheitert. Schauen Sie sich die Länder in Europa an, überall dort, wo das eigene geschätzt wird und das andere nicht abgewertet wird, als ein gesunder Patriotismus da ist, funktioniert die Gesellschaft sehr viel besser als in Ländern, die nationalistisch geprägt sind oder Länder, die sich vom eigenen Ich langsam verabschieden und in eine Beliebigkeit abgedriftet sind. Der positive Patriotismus, der gelebte Patriotismus, das am eigenen Festhalten ist ein wichtiger Wert, der auch in der Zukunft absolut prägend sein wird und auch sein muss, wenn man weiterhin erfolgreich sein möchte. Also übernehmen wir nicht alles, was von außen kommt. Überprüfen wir diese Dinge kritisch. Wir haben zum Teil eine, ganz provokativ gesagt, eine Art Provinzlerkomplex hier. Alles, was von außen kommt, ja, müssen wir übernehmen, um modern zu wirken, um mit der Zeit zu gehen und so weiter. Ich könnte viele Beispiele nennen. Ihnen fallen wahrscheinlich auch einige ein, genau indem man das alles übernimmt, nur weil es von außen kommt, weil es von der Großstadt kommt, beweist man, dass es eigentlich so ist mit diesem Provinzlerkomplex. Also die mutige Haltung, diese Dinge auch kritisch zu überprüfen und zu sagen, nein, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dieser Linie, wir brauchen nicht alles von außen zu übernehmen. Als ersten Filter, wenn es sich dann bewährt, natürlich, aber nicht unkritisch in diese Richtung gehen. Schlussendlich muss ein Ruck durch dieses Land gehen. Wir erleben im Moment eine Art Lethargie, die Verwaltung des Status quo. Es geht ja alles mehr oder weniger. Wir müssen entsprechend nachbessern, da kleine Schraube, da ein bisschen feilen. Aber es geht eigentlich in die richtige Richtung, wenn man es oberflächlich betrachtet. Wenn man es genauer betrachtet, haben wir doch einige Hausaufgaben, die wir machen müssen, die die Politik zu machen hat. Und dazu braucht es Menschen in der Politik, die Mut haben. Dazu braucht es Menschen in der Politik, die, bevor sie in die Politik gegangen sind, bereits etwas geleistet haben. Es darf nicht sein, dass man in die Politik geht, um etwas zu werden. Man muss etwas sein und dann in die Politik gehen, dann riskiert man auch nicht, hat man auch keine Angst, nicht wiedergewählt zu werden, weil im ersten Fall wird man nicht wiedergewählt und verschwindet irgendwo. Wenn man schon etwas geleistet hat und in die Politik geht und das einbringt, dann ist es ganz was anderes, dann geht man mit mehr Souveränität zu den Dingen heran, mit mehr Weitblick und auch mit mehr Mut. Dieser politische Mut, das ist mein letzter Satz, dieser politische Mut bringt uns weiter. Dieser politische Mut ist gefragt, um all diese Dinge anzugehen, die wir heute schon kennen und die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. In diesem Sinne wünsche ich eine spannende, interessante, fruchtbringende Diskussion. Dankeschön. Dankeschön, Bürgermeister Harald Stauder. Jetzt muss ich mich nur noch von der Maske befreien und dann kann es losgehen. Ich hatte vorher schon Probleme, das Ganze hier zu montieren und jetzt müsste es gehen. Ich darf Ihnen die Gäste des heutigen Abends vorstellen hier und begrüße zunächst Frau Senatorin Julia Unterberger. Bitte schön, wir haben den schönsten Stuhl für Sie ausgewählt. Wie Sie wissen, ist Julia Unterberger Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat. Weiters begrüße ich Federico Giudice Andrea. Bitte schön. Schönen guten Abend. Er ist Präsident und Gründer des Unternehmens Mikrotec. Toni Cenet, Vorsitzender des Autonomen Südtiroler
Gewerkschaftsbundes ASGB. Schönen guten Abend, Herr Genet. Auf der rechten Seite weiter mit Wolfgang Niederhofer, Mitglied im Konvent der 33 des Autonomiekonvents. Bitte schön. Guten Abend, Herr Niederhofer. Und ich begrüße auch noch Peter Frank, Bezirksmajor des Südtiroler Schützenbundes, Südtiroler Unterland. Guten Abend. Ja, wir werden heute Abend über folgende Themen diskutieren. Es gäbe so viel zu diskutieren. Es gäbe so viele Themen. Ich habe hier eine ganze Sammlung von Themen und Dokumenten bekommen. Wir beschränken uns, wobei das ja auch schon viel ist, ja, auf diese drei Themenschwerpunkte: die derzeitige Autonomie Südtirols, Perspektiven für eine Weiterentwicklung, die Lage der Wirtschaft mit dem gesetzlichen Rahmen des italienischen Staates und Forderung nach politischer Unabhängigkeit. Also das sind die drei Themenschwerpunkte. Und ich darf Sie jetzt hier oben bitten, 3 bis 5 Minuten haben wir vereinbart, also kurz eben Stellung zu nehmen. Bitte bewerten Sie die momentane Situation Südtirols aus der Sicht Ihres Fachgebietes und wo liegen die größten Probleme bzw. die größten Herausforderungen. Ich darf mit Ihnen beginnen, Frau Senatorin. Bitte schön. Ja, einen schönen guten Abend. Ist das eingeschaltet? Es müsste eingeschaltet sein. Hört man ja. Das? Ja, ich glaube, man kann die Situation in Südtirol nicht bewerten, ohne den geopolitischen Kontext zu berücksichtigen. Wir haben eigentlich in ganz Europa dieselben Problematiken. Das haben uns die Krisen der letzten beiden Jahre gezeigt. Zuerst die Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg mit der Steigerung der Preise für Rohstoffe. Wir dürfen uns nicht als alleinige Einheit sehen, sondern wir müssen uns meines Erachtens immer im Kontext mit Europa sehen. Und wir müssen auch versuchen, unsere Probleme gemeinsam mit Europa zu lösen. Denn nur wenn das Europa geeint ist, entwickeln wir eine bestimmte Stärke und eine bestimmte Kraft und können uns auch gegen andere größere Staaten und Mächte wehren. Und ich glaube, dass Europa auch der Schlüssel für die Lösung des Südtirol-Problems ist, weil je stärker die Integration in Europa vollzogen wird, desto unwichtiger werden die Nationalstaaten, desto mehr wird es ein Europa der Regionen geben und dann löst sich unsere Problematik, dass wir vom italienischen Staat so weit wie möglich autonom sein wollen und weg wollen von alleine. Dann sind wir eine wichtige Region in Europa, eine Region mit zwei Sprachen, zwei Kulturen, die friedlich zusammenleben, die ein Modell sind für andere Minderheiten und für andere Gegenden. Und ich denke einfach, wir sollten nach vorne schauen, die Integration in Europa vorantreiben und nicht versuchen, rückwärtsgewandt darauf zu beharren, dass Südtirol allein ein kleiner Staat wird oder wieder zurück zu Österreich kommt oder wie auch immer. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Danke für diese kurze Stellungnahme. Das schätze ich immer, wenn es kurz und bündig hier oben gleich abgeht. Herr Giudice Andrea, bitte bewerten Sie die momentane Situation aus Ihrem Fachgebiet. Ich mache das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht. Also es ist sicher keine leichte Zeit. Also so der erwähnt, die Rohstoffpreise steigen, Energiekosten schießen nach oben. Also es ist wirklich eine schwierige Zeit. Aber natürlich als Unternehmer bin ich natürlich optimistisch und gehe davon aus, dass es vorübergehend ist. Südtirol liegt sonst eigentlich, wenn wir jetzt von dieser hoffentlich vorübergehenden Situation absehen, steht Südtirol ja, wenn man das von der Wirtschaft, also vom zum Beispiel vom Bruttosozialprodukt pro Kopf anschaut, ja gar nicht so schlecht. Also es ist nicht nur die Außensicht, also man kann wirklich, das sind ja Zahlen. Und wir haben in Südtirol ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also das war 2020, also lasst das Covid-Jahr weg, von 44.000 Euro pro Kopf.
Und das ist eigentlich unter den Top 20 in Europa. Das heißt, vor uns sind nur große Ballungszentren wie Paris, München, Frankfurt. Also wir sind wirklich unter den ländlichen Regionen an erster Stelle. Und auch in der Euregio, wenn wir die Euregio hernehmen, also das Trentino hat zum Beispiel nur 37.000 Euro pro Kopf, aber auch Nordtirol kommt nur auf 38.000. Also wir sind wirtschaftlich, geht es uns wirklich gut, ging es uns, es geht zwar immer noch gut, aber sollte endlich dann diese Frühorganisation wieder sich normalisieren, können wir weiterhin natürlich gibt es auch Schwachstellen, also zum Beispiel im Bereich Innovation, es wurde vorher erwähnt, sind wir vielleicht auch gegenüber dem Rest Italiens nicht so stark, zum Beispiel in Nordtirol ist der Anteil am Bruttosozialprodukt für Innovation bei fast 3%, wir liegen bei knappe, nicht einmal ein ganzes Prozent, also bei 0,75. Also es gibt schon Spielraum nach oben. Auch im Export sind wir zwar stark, viel stärker wie Trentino, aber zum Beispiel, wir exportieren nur immer im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt ungefähr die Hälfte wie die Nordtiroler. Es ist einfach, die Situation ist gut. Also wir haben gesagt, das Bruttosozialprodukt ist hoch, aber es gibt Spielraum nach oben, wir können noch besser werden. Wir haben auch den Vorteil, dass wir in Südtirol nicht nur in einem Ballungszentrum die Wirtschaft blüht, sondern eben die Wirtschaft da ziemlich gut verteilt ist. Und das ist auch ein Vorteil, den wir gegenüber den anderen Regionen im Alpenraum haben. Und deswegen hoffe ich, wenn das einmal alles vorübergeht, also die Pandemie ist ja beim Abklingen, aber der Krieg hoffentlich dauert nicht lang, aber sollte es dann wieder losgehen, sehe ich eigentlich für Südtirol von der wirtschaftlichen Seite, ich weiß, Geld ist nicht alles, aber ist doch wichtig, eigentlich eine gute Zukunft. Danke vielmals, Herr Giulio Andrea. Eine Zwischenfrage, kann man uns gut hören, auch hinten? Sonst einfach anmelden, denn manchmal passiert es, dass wir etwas weiter vom Mikrofon weg sind. Also einfach dann Zeichen geben, damit wir im ganzen Raum gut verständlich sind. Bitte schön, Herr Genet. Ja, danke für die Einladung und auch meinerseits schönen guten Abend. Ich glaube, aus der Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, aber auch der Rentner, ist die Situation absolut nicht gut. Absolut nicht gut. Das war schon vor Corona so. Ich glaube, wenn man sich einfach die Preise anschaut, die Lebenshaltungskosten in Südtirol sind einfach zu hoch im Gegensatz zum restlichen Staatsgebiet oder auch im Vergleich zum Ausland. Die Löhne sind zu niedrig, viel zu niedrig. Die Renten wurden in den letzten 10 Jahren kaum angepasst. Also hier wäre es Aufgabe des Staates, die anzupassen. Und die Situation durch Covid, muss ich sagen, und durch die enormen Energiekosten jetzt, durch die erhöhten Lebenshaltungskosten, steigt auch die Armut in unserem Land. Denn die ist wirklich in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und das scheint so, dass wir das einfach nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen möchten. Und da mache ich mir wirklich Gedanken, wie man das lösen könnte. Und hier braucht es auch von Seiten der Politik auch Initiativen, dass man hier entgegensteuert. Beispielsweise, wenn ich jetzt das Thema Wohnen anspreche, hier reden wir seit Jahren, dass die Wohnung billiger werden sollten, dass es leistbares Wohnen gibt, aber mittlerweile reden wir nur und faktisch passiert eigentlich nichts. Wenn man heute die Situation anschaut, auch von den Familien, der Staat hat jetzt ja den Familienakt, wurde jetzt beschlossen, aber hier hinken wir gegenüber anderen europäischen Ländern wirklich hinterher, absolut hinterher. Wenn man jetzt die Situation in den Familien anschaut, die tun sich immer schwerer, mit dem Lohn auszukommen. Teilweise müssen beide Elternteile arbeiten, aber auch da schaffen sie es nicht, weil einfach die Löhne zu niedrig sind. Die sind einfach zu niedrig. Und hier muss ich sagen, dass wir in Südtirol zum einen größere Betriebe haben, wo ich sagen muss, dass es hier auch Betriebsabkommen gibt, dass hier wirklich vom Erwirtschaften etwas weitergegeben wird an die Arbeitnehmer, Arbeitnehmer. Aber wir sind kleinstrukturiert, Südtirol, haben kleine Betriebe und hier passiert relativ wenig, absolut wenig. Und hier kommen halt immer wieder von Seiten der Wirtschaftsverbände Ausreden, dass man sagt, jetzt müssen wir halt einmal abwarten, bis der nationale Kollektivvertrag gemacht wird. Wenn wir uns anschauen, beispielsweise bei der Verkäuferin, die im Sektor Handel ist, der Kollektivvertrag ist mittlerweile schon seit 4 Jahren verfallen und nichts ist passiert. Also da frage ich mich schon, wieso wir das immer so akzeptieren.
Und ich gebe dem Bürgermeister recht, früher hat man immer ins Ausland geschaut, heute schaut man immer runter, wie es unten die Situation ist. Und vor allem bei den Verträgen muss ich immer sagen, da ist vor allem die Wirtschaft, schaut immer, was passiert auf nationaler Ebene. Und erst dann sind wir bereit zu verhandeln. Und in den letzten Jahren, wenn ich jetzt den öffentlichen Dienst anspreche, auch hier haben wir zum Teil nicht mehr die Kompetenz. Es gibt mittlerweile ja Urteile, dass auch hier sich die öffentliche Delegation immer schwerer tut, mit uns Kollektivverträge zu machen, wo sie sich schwer tut, beispielsweise beim Lohn mehr zu geben, wie auf nationaler Ebene vorgesehen ist. Und ein drittes Thema, das ich ansprechen möchte, wo ich mir wirklich Riesensorge mache, ist im sanitären Bereich, aber auch im Pflegebereich. Nicht nur, dass aufgrund der Pandemie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fehlen, weil sie nicht geimpft waren. Hier hat schon in der Vergangenheit Personal gefehlt, jetzt hat sich alles noch mal zugespitzt. Aber in der Sanität muss ich sagen, dass vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr viele Dienste ausgelagert wurden, sehr, sehr viele Dienste privatisiert wurden. Und ich glaube, wenn heute jemand eine Facharztvisite macht, bis er ins Spital drankommt, wie wenn wir die Wartezeiten anschauen, dann geht er halb privat. Und es kann nicht sein, dass sich heute Leute eine Versicherung abschließen müssen. Und da mache ich mir wirklich große Sorgen. Dankeschön, Herr Genett. Gehen wir auf dieser Seite weiter. Wir müssen das Mikrofon noch einschalten, glaube ich, Herr Niederhofer. Einfach hinten. Ja. So, bitteschön, Herr Niederhofer. Ja, einen schönen guten Abend und danke für die Einladung. Es darf nie unterschätzt werden, wenn solche Veranstaltungen, ich sehe das als Anknüpfung an die alte griechische Agora-Debattenkultur. Das wurde in den letzten beiden Jahren ja abgewürgt. Ja, ich rede hier als freier Bürger. Bin beruflich in einem Bereich tätig, der von Reisefreiheit abhängt. Mit oder ohne? Ich habe ja ein kleines Unternehmen aufgebaut, nicht so groß wie das Unternehmen von Giudice Di Andrea, der Großartiges im Bereich Hightech leistet. Bitte schön. Wir organisieren Wanderreisen und in den letzten 2,5 Jahren, ich beginne mit einem kurzen Exkurs in die Geopolitik. Südtirol ist eingebettet in diesen europäischen Kontext, auch globalen Kontext, und ich möchte dann wieder zu Südtirol zurückkommen. Es wurde ja nicht nur die Reisefreiheit eingeschränkt, sondern auch wesentliche Rechte, die in der Verfassung garantiert sind, außer Kraft gesetzt. Ich hätte mir das vor 3 Jahren nie vorstellen können und ich möchte mich jetzt nicht in diese Richtung verlieren, aber ich möchte nur in den Raum stellen, das gibt gesellschaftliche Verwerfungen und die Geschichte der letzten beiden Jahre, die wird das geschrieben. Und da könnten sich einige Leute noch wundern, was dabei rauskommt. Eine ganz große Schlüsselrolle werden dabei die USA spielen als das größte Land der westlichen Demokratien. Okay, was hat das wirtschaftlich bedeutet? Das wurde schon angesprochen. Lieferketten wurden unterbrochen. Wir haben mittlerweile eine Inflation im Raum stehen. Das wurde vom politischen Establishment in den letzten Jahren immer vehement bestritten, dass das Gespenst der Inflation wieder kommen könnte. Ich sehe es selber, wir haben ein Netzwerk in ganz Europa, auch in vielen außereuropäischen Ländern, mit denen ich andauernd in Kontakt stehe, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und während in den letzten 10, 20 Jahren die Preise sehr, sehr stabil blieben, sind sie jetzt nicht mehr stabil. Wir reden im Bereich der Großhandelspreise, die in Europa nicht erhoben werden, in den USA werden sie erhoben, in Europa werden die Erzeugerpreise erhoben. Wir reden da von Inflationsraten, die im Bereich von 15, 20% liegen. Und irgendwann werden die weitergegeben.
seit der Antike versucht der Mensch ja das Perpetuum mobile zu erfinden. In den letzten Jahren haben wir es tatsächlich geschafft, das zu erfinden. Man nennt es New Monetary System. Das bedeutet, die Zentralbanken drucken Geld, drucken, drucken, drucken. Das ist praktisch. Und die New Monetary Theorie, die besagt, dieses Geld muss gar nicht zurückbezahlt werden. Ohne dieses System wäre der Euro, aber nicht nur der Euro, auch andere Industrieländer sind hoch verschuldet. Und die hohe Verschuldung, Italien hat eine sehr hohe Verschuldung, aber ist mittlerweile nicht mal eine Eigenschaft, die nur Italien betrifft. Auch Deutschland ist mittlerweile sehr hoch verschuldet. Das könnte implodieren. Das ist nicht ausgeschlossen. Die alten Griechen haben schon versucht, das Perpetuum mobile zu erfinden. Wir haben es nicht erfunden. Und New Monetary System, ich bin kein großer, ich habe mich studienmäßig ein bisschen mit Volkswirtschaft auch beschäftigt. Das könnte uns früher oder später um die Ohren fliegen. Weltweit gibt es momentan eine Machtverschiebung. Und leider verliert die EU, aber der gesamte Westen an Einfluss. Das muss jetzt nicht prinzipiell negativ sein, aber den Westen durchzieht ein radikaler Kulturkampf. Ich werfe nur einige Begriffe in den Raum. Einmal Cancel Culture, also dass im Prinzip von einem Teil der Gesellschaft ein sehr virulenter Selbsthass kultiviert wird und im Endeffekt die gesamte Geschichte des Westens negativ betrachtet wird. Es gibt vieles zu kritisieren, dass westliche Kulturen in der Welt im Prinzip versemmelt haben. Aber der Westen hat auch etliche Errungenschaften gebracht, die nur im Westen erfunden wurden. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Debattenkultur, Wissenschaft, dass man alles hinterfragen darf. In der Wissenschaft muss man sogar hinterfragen. Solange eine Theorie nicht widerlegt werden kann, steht sie. Einstein wurde einmal gefragt oder nicht gefragt. Zum Einstein hat man einmal gesagt, Herr Einstein, hunderte Wissenschaftler zweifeln ihre Relativitätstheorie an. Dann hat der Einstein gesagt, hunderte, ein einziger reicht, wenn er es beweisen kann. Und diese Werte haben wir verloren im Westen. Und das schwächt uns auch. Und das schwächt unsere Demokratien. Wir haben es in den letzten 2,5 Jahren gesehen. Wir haben keine Debattenkultur mehr. Jeder, der im Endeffekt nicht eine Meinung vertritt, die vom medialen Mainstream erwartet wird, wird beruflich oder sonst auf irgendwelche Art und Weise marginalisiert. Deswegen sind ja häufig Leute, die sich eine eigene Meinung, muss man sich heute direkt leisten können. Dadurch, dass jemand wirtschaftlich unabhängig ist oder also schon in Pension ist, abgesichert ist, wo man eben nichts mehr streitig machen kann. Ich habe die letzten 2,5 Jahre mit sehr vielen Leuten in ganz Europa, in der ganzen Welt telefoniert und sehr lange Gespräche geführt. Man hatte ja teilweise Zeit dafür. Und ich habe bei vielen Leuten gemerkt, dass das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in den Rechtsstaat, das Vertrauen in die Medien, in die Konzernmedien, teilweise sehr stark erschüttert ist. Herr Niederhofer, ich folge mit großer Aufmerksamkeit diesen Diskurs. Machen. Ja, bitte. Okay. Ich komme zurück. Wir stehen auf einem Wendepunkt. Dankeschön. Zeitenwenden sind auch immer Chancen. Ich komme jetzt zu Südtirol. Warum sind das auch Chancen? Ja. Weil sich dann Zeitfenster für neue Dinge eröffnen. Und diese Zeitfenster, die müssen wir nutzen.
Südtirol hat einige Stärken. Ich möchte jetzt nicht auf die wirtschaftlichen Stärken eingehen, auf die wurde schon eingegangen. Es gibt aber auch Punkte, auf die wir später eingehen, wo wir starke Schwächen haben oder wo wir nicht Zuständigkeiten haben. Südtirol hat eine starke Stärke. Wir haben ein sehr gut ausgebautes Vereinswesen und es würde mir nicht sehr gefallen, wenn ein übergriffiger Staat diese ureigenste Privatinitiative kaputt bürokratisieren würde. Südtirol lebt von Nachbarschaftshilfe. Südtirol lebt von familiären Strukturen im positiven Sinne. Südtirol lebt von einem sehr vitalen ländlichen Raum. In vielen Alpengebieten gibt es das nicht mehr. Also wir haben sehr viele Stärken, wo wir aufbauen können und wo wir auch ein Projekt zu wesentlich mehr Eigenständigkeit aufbauen können, ohne dass wir uns dadurch von außen abkoppeln, sondern ganz im Gegenteil, dass wir uns dadurch intensiv mit anderen Realitäten in Europa und in der Welt vernetzen. Okay, ich hoffe, es war nicht zu lang. Dankeschön, Herr Niederhofer, Dankeschön. Wir haben sicher nachher Zeit, das ein oder andere, was Sie angesprochen haben, noch etwas zu vertiefen. Herr Frank, bitte. Ja, einen schönen guten Abend und grüß euch alle miteinander. Als Schütze hat man eigentlich halt mal ein offenes Auge, was in unserer Heimat alles passiert. Und gewisse Sachen betrachtet man oft einmal vielleicht ein bisschen kritischer, als wie der berühmte Herr Otto Normalverbraucher. Ich bin nicht nur Schütze mit Leib und Seele, ich bin auch Theaterspieler. Und deswegen erlaube ich mir, meine Sichtweise auch ein bisschen bildlich darzustellen. Also, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Theater, der Vorhang geht auf und Sie blicken auf ein wunderbares Bühnenbild. Eine alte, rustikale Bauernstube. Dahinter durch ein Fenster sieht man auf grüne, saftige Wiesen, wo Wolf und Bär friedlich spazieren gehen. Dahinter sind die Bergketten und ganz oben die verschneiten Gipfel sind kreuz und quer durchzogen von Aufstiegsanlagen und Skipisten. In der Stube herinnen haben wir noch auf der anderen Seite haben wir eine wunderschöne, verzierte, ganz kunstvoll geschnitzte und schön bemalte Holztruhe. Da steht ganz schön oben 19 Autonomie 72 oben. Und wenn wir auf der anderen Seite umschauen, zumindest wie es sich in der Bauernstube gehört, ist der Herrgottswinkel. Jetzt haben wir auch wieder schön geschmückt mit bunten tibetischen Gebetsfahndeln. Daneben haben wir ein Ehrenamt hängen. Wunderbar wieder. Ganz schön noch geschnitzter Rahmen, goldig verziert. So, und hinten auf der Stubentür, da hängt als Erinnerung zum letzten Dorffest, ist ja auch schon über 2 Jahre her, hängt ein Werbeplakat. Ganz idyllisch gemacht, mit dem Kirchturm, hinten blauer Himmel. Vorne ist der Dorfbrunnen, schön verziert wieder auch mit brennenden Lieben. Und in altdeutscher Schrift steht oben, Welcome in Alto Adige. Wenn wir jetzt die Kulisse ein bisschen genauer betrachten, dann sehen wir, dass eigentlich alles zusammenleise auf morsche und dünne Holzlatteln zusammenhängt. Wir tun die Autonomietruhe auf und sehen, die ist fast leer. Bis vor ein paar Jahren ist eigentlich noch schön bis oben auf den Rand gefüllt gewesen. Und das Nagel hinten auf der anderen Seite, wo das Ehrenamt hängt, ist eigentlich ganz ein dünnes Nagel und schon halb durchgerostet. Und wir wissen nicht, wie lange das hält und ob nicht den Galing alles zusammen angekugelt und zu 1000 Brocken bricht. Und wenn wir uns das Werbeplakat genauer anschauen, da sehen wir, das ist eigentlich schnell und ganz notdürftig überpickt worden. Früher ist da eigentlich oben gestanden, Grüß Gott in Südtirol. Und jetzt komme ich zu den Problemen, wie ich sie sehe. Kommen wir wieder ein bisschen in die Realität zurück. Ich glaube, unser einziges Problem, und das ist seit über 100 Jahren, ist Italien. Durch den ganzen Problem entstehen allen wieder neue Probleme, allweil andere Probleme, allweil größere Probleme. Und unter anderem, eines von den größten Problemen, was wir haben, ist, wir haben ein Identitätsproblem. Keiner fühlt sich eigentlich richtig als Deutscher, weil es ist ja die Gefahr, dass man mit einem Bundesdeutschen verwechselt wird. Wenn man sagt, wir sind eigentlich eine österreichische Minderheit, da haben viele schon einen Schritt zurück gemacht und schauen so skeptisch die an. Und bevor wir uns als richtig stolzer Südtiroler fühlen und sagen und hergeben, sind wir noch echt lieber ein freier Europäer.
Und wenn von den ganzen Sachen nichts in unser eigenes Weltbild einpasst, dann sind wir einfach deutschsprachige Italiener. Und was passiert da? Was ist die Schlussfolgerung daraus? Das hat jetzt der Herr Bürgermeister heute deutlich erklärt. Unser Blick ist aber mehr nach Süden gerichtet, anstatt nach Norden. Warum denn eigentlich, wo uns mit dem Norden kulturell, sprachlich, geschichtlich eigentlich nicht gleich viel mehr, sondern alles verbindet? Und die italophile, südwärts gewandte Richtungsweise, glaube ich, hat eine ganz große Gefahr hinter sich. Es gefährdet nämlich auch unsere Autonomie. Weil, wenn mir nicht mehr bewusst ist, dass ich die Autonomie habe, nicht weil ich ein guter Italiener bin, sondern weil ich eine österreichische Minderheit bin, nachher glaube ich, sie gar nicht den Sinn, darum zu kämpfen, das zu erhalten, das auszubauen. Und eins kann man sicher sein: Italien wird wie allem schon und weiterhin groben und groben und groben. Und unsere Autonomie wird in der Galing zusammensacken und wir mit ihr mit. Dankeschön für dieses wunderbare Bild. Ich staune, es wird so in Bildern gesprochen. Heute hier auch vorher schon Franz Josef Rohn hat gesprochen, eben von der neuen Gangart und von diesem chaotischen Getriebe in Rom. Bilder helfen uns eben, das Ganze besser zu verstehen. Und gibt es auch von Ihnen schon irgendwelche Rückfragen an, ich rede jetzt vom Podium hier, gibt es, denn ich denke, wir sollten so vorgehen, es soll ja eine Diskussionsrunde sein, haben wir gesagt, mit Debattenkultur. Niederhof hat gesagt, wir haben Debattenkultur hier, hoffentlich. Wir werden nach einer Runde jetzt am Podium auch die Fragen des Publikums dann einsammeln. Aber sollte jetzt schon etwas sein, bitte jederzeit melden, wenn irgendetwas ist, was zu den Aussagen der eben geäußerten. Ja, neue Gangart, chaotisches Getriebe, da sind wir ja bei der zweiten Frage zur Vision eines unabhängigen Südtirols. Welche Schritte müssten jetzt ganz konkret folgen, um eine Eigenverwaltung zu verwirklichen, Frau Senatorin? Das Mikrofon natürlich brauchen wir. Dankeschön. Ja, mir fällt jetzt diese undankbare Rolle zu, da wir alle wieder auf den Boden der Realität zu bringen. Aber es tut mir leid, aber eine Eigenständigkeit oder eine Abtrennung von Italien, es ist einfach total unrealistisch. Es gibt in unserer Staatengemeinschaft einen Konsens darüber, dass keine Grenzen mehr verschoben werden. Der deutsche Bundeskanzler hat erst mal gesagt in Bezug auf Russland, auf die Invasion von Russland in der Ukraine, wo kämen wir hin, wenn jeder im Geschichtsbuch blättern würde und sagen würde, eigentlich war die Grenze ja ganz irgendwo anders und die verschieben wir jetzt. Würden die Südtiroler jetzt plötzlich sagen, wir machen jetzt eine Selbstbestimmung, eine Abstimmung oder was auch immer, und auch wenn die Südtiroler alle dafür stimmen würden, uns würde kein einziger Staat anerkennen. Wir wären aus der Europäischen Union draußen, es würde uns niemand anerkennen. Wir haben gesehen, wie das in Katalonien gelaufen ist, wo die alle Politiker abhauen mussten, die dieses Selbstbestimmungsreferendum da initiiert haben, die dann mit internationalem Haftbefehl gesucht werden und auch inzwischen verurteilt worden sind. Also völkerrechtlich das Recht auf Selbstbestimmung und auf Abtrennung von dem Staat, in dem man lebt, hat man nur, wenn man nachweisen kann, dass die eigenen Rechte auf eine brutale Art und Weise beschnitten werden. Und das kann man von Südtirol wirklich nicht behaupten. Wir haben die großzügigste Autonomie oder ein Vorzeigemodell an Autonomie, das es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nur in wenigen Fällen gibt. Natürlich, je nachdem, wer in Rom an der Macht ist, ob das jetzt zentralistische Kräfte sind wie Forza Italia zum Beispiel oder die Fratelli d'Italia, die ja leider immer stärker werden. Natürlich spürt man das, dass ein bestimmter Zentralismus da ist, dass die Regierung unsere Gesetze vor dem Verfassungsgerichtshof anficht. Aber wir haben inzwischen ein System, wo anders als früher unsere Gesetze, die wir erlassen, einmal vorerst in Kraft sind, vorerst gelten und
nicht wie früher, wo sie erst den Sichtvermerk von Rom brauchten. Auf diese Art und Weise gelten sie auch, wenn sie vom Verfassungsgerichtshof angefochten werden. Und wir haben auch schon sehr viele Prozesse diesbezügliche gewonnen. Also ich würde das jetzt nicht, sagen wir mal, so pessimistisch sehen. Und ich würde mir auch erlauben, noch einmal zurückzukehren auf die meines Erachtens wirklich akuten und wahren Probleme, die wir jetzt haben. Das ist einmal die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise. Und die bewältigen wir nur zusammen mit den anderen europäischen Staaten. Diese Krisen haben auch Chancen in sich, zum Beispiel dadurch, dass die Rohstoffe jetzt so verknappt werden und die Preise so steigen, versucht jedes Land, sich von der Abhängigkeit vom Gas von Russland loszukoppeln, und es werden alle bürokratischen Hürden zurzeit abgebaut, um eben erneuerbare Energien zu investieren. Das heißt, wir werden jetzt einen totalen Aufschwung von Solarenergie und Windenergie haben. Wir werden da der Weizen durch Russland und die Ukraine sind ja die hauptsächlichen Weizenhersteller, da die Weizen Produktion verknappt wird man müssen den Weizen, den Europa produziert, für die Menschen verwenden und nicht mehr in die Massentierhaltung investieren. Also wird man von der Massentierhaltung so weit wie möglich abgehen müssen. Das wiederum hat einen Vorteil auf das Klima. Also ich glaube, das sind jetzt die großen Fragen, und wir sollten wirklich jetzt nicht versuchen, in dieser Situation nur die eigene Nabelschau zu betreiben und uns die Frage zu stellen, sind wir noch echte Südtiroler oder nicht. Ich glaube, es geht uns wirklich von dem her gut, auch in Italien gut, und die wahren Krisen sind wirklich andere. Wie sehen Sie das, Herr Giulio Andrea? Ich bin natürlich auch von Natur aus ein Optimist und schaue immer nach vorne und nicht nach hinten. Natürlich, ich habe es vorher gesagt, also wir sind sicher, Geld ist nicht alles, aber doch, Wirtschaft ist wichtig. Wir sind die reichste Region im Alpenraum. Natürlich kann man alles besser machen. Also wir haben vor, ich mache zum Beispiel, unsere Autonomie muss natürlich, wir verdanken das auch der Autonomie. Ich glaube, Südtirol ist eines der autonomsten Provinzen Europas. Also wenige Regionen in Europa haben so viel Möglichkeiten, sich selber zu gestalten wie Südtirol. Natürlich kann man alles besser machen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem der Energie. Also wir produzieren in Südtirol ja doppelt so viel Energie, wie wir eigentlich verbrauchen. Und jetzt auf einmal müssen wir trotzdem viel Geld für die Energie zahlen, weil wir eben dass der Energiepreis nicht in Südtirol bestimmt wird, sondern eben in Italien. Und das ist etwas, an dem wir arbeiten können, wo wir sagen können, okay, wir haben das jetzt erkannt, das ist ein Problem. Und es gibt ja in Europa, steht ja nirgends geschrieben, dass Regionen nicht selbst die Preise regulieren können. Zum Beispiel in Deutschland gibt es in verschiedenen Regionen unterschiedliche Regulierungsbehörden. Jetzt müsste man halt da versuchen, natürlich muss man das in Rom, ist das halt, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, da unsere Parlamentarier müssen da anfangen zu arbeiten und zu schauen, dass wir zum Beispiel hier unsere Strompreise selber regulieren können. Das wäre zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung. Und so langsam werden wir immer autonomer, und es geht uns eigentlich gut. Und das funktioniert, ich glaube, nicht so schlecht. Und wir sollen auch das oft mal das Glas mehr halb voll sehen als wie halb leer. Dankeschön. Herr Genet, bitte. Ja, ich glaube, kurzfristig wurde auch gesagt, glaube ich, müssen wir mal die wichtigen Probleme lösen. Aber mittelfristig, glaube ich, möchte ich schon wieder erinnern, wenn wir die Truhe betrachten, es war schon früher so, dass die Autonomie eher voll war. Und es kommen immer wieder Punkte. Und wir merken schon, dass immer wieder so Kleinigkeiten wegfallen. Ein Beispiel. Erst kürzlich, letzte Woche oder diese Woche, hatten wir Sitzung mit dem Lehrlingswesen. Auch hier ist auf nationaler Ebene ein Gesetz in Erarbeitung. Wenn das morgen in Kraft tretet, in dieser Form, dann werden in Südtirol kaum noch Lehrlinge mit der dualen Ausbildung angestellt. Das ist Fakt. Proporz, ich glaube, nehmen wir die zwei Säulen her. Proporz,
den ethischen Proporz bzw. den Unterricht in der Muttersprache. Schauen wir uns wirklich die letzten Jahre an. Der Proporz. Die Sanität, wir sehen, es gibt immer mehr Beschlüsse, auch in der Landesregierung, dass man versucht, den Proporz, oder bei der RIMS oder egal in welchen Stellen im öffentlichen Dienst oder auch bei den Gemeinden, wo der Proporz effektiv nicht mehr faktisch, zum Teil nicht mehr da ist. Bei den Führungskräften, da merken wir es ja am stärksten. Beispielsweise merken wir es, ich hoffe, da kommt jetzt etwas aus Rom, dass man es in der Durchführungsbestimmung wirklich schafft, sind sehr viele Italiener, die sich Deutsch erklären und faktisch im öffentlichen Dienst arbeiten, Führungskräfte und kaum Deutsch können. Das ist heute vielfach die Situation, ob das in den Gemeinden ist, in den Krankenhäusern. Aber das sind schon Punkte, wo ich sage, wir sollen schon aufpassen, wir müssen da aufpassen. Denn morgen der Proporz weg ist, das ist eine Säule unserer Autonomie. Und das Zweite, auch die Muttersprache, den Unterricht in der Muttersprache. Ich bin sehr viel in Kontakt mit den Austanern, mit der autonomen Gewerkschaft SAFT. Schauen wir uns die Situation in Austan an. Die Muttersprache von damals gibt es kaum nicht mehr. Es redet kaum jemand mehr. Und da müssen wir schon aufpassen, dass auch wir das nicht so verlieren. Und deswegen mein Appell, dass auch wir das weitergeben. Und das passiert mir meiner Meinung nach zu wenig. Und wir sind effektiv genau bei diesen zwei Punkten, das sind sensible Bereiche, und da müssen wir enorm aufpassen. Mhm. Und dann, es stimmt, es werden immer wieder Kleinigkeiten in Rom, per Gesetz versucht man die Autonomie zu schwächen. Und da ist es effektiv schon Aufgabe, das heißt von der Politik, immer wieder drauf zu schauen, dass das nicht so passiert. Es ist schwierig, das weiß ich, es ist schwierig. Und deswegen, der Bürgermeister hat, wie er dass sein Referat gehalten hat, etwas vergessen zu sagen. Ich glaube, da möchte ich wirklich alle Politiker erinnern, ob das jetzt Politiker in der Gemeinde sind oder auch im Landtag, wir sollten da unser Autonomiestatut kennen. Und da stelle ich wirklich fest, dass vor allem unsere Politiker zum Teil nicht mehr wissen, was eigentlich im Autonomiestatut drinsteht. Und das würde ich mir schon erwarten und dass man das auch weitergibt in unseren Kindern, in der Schule, dass man das nicht vergisst. Dankeschön, Herr Genet. Herr Niederhofer, welche Schritte müssten konkret folgen jetzt für eine Eigenverwaltung? Ja, es gibt ja nicht nur das Völkerrecht, es gibt auch demokratische Prinzipien. Wenn Schottland eine Abstimmung durchführen konnte, dann konnten sie das deshalb durchführen, weil London eben ihnen diese Möglichkeit gewährt hat. Wenn Grönland übermorgen darüber entscheiden kann, ob sie souverän werden wollen oder ob sie weiterhin ein autonomer Staat des Königreichs Dänemark bleiben wollen, dann dürfen sie das tun, weil die Demokratie in Dänemark eben so interpretiert wird. Die Tatsache, dass ein Gebiet nicht darüber entscheiden kann, wie weit sie sich selber verwalten können oder nicht, ist letztendlich eine demokratische Frage. Ja, wir nehmen zur Kenntnis, Rom gibt uns mehr wie einen bestimmten Teil nicht. Ob das dann demokratisch ist oder nicht, das lassen wir dahingestellt, bringt uns nicht weiter. Autonomien und Zentralstaat sind immer ein Spannungsverhältnis. Selbst föderale Staaten wie die Schweiz oder auch in den USA, die eigentlich mehr ein Staatenbund sind wie ein Bundesstaat, wo die Bundesstaaten massive Kompetenzen haben, bemängeln, dass jeder Zentralstaat die Neigung hat, die Macht an sich zu ziehen. Und wir sehen das ja in Südtirol auch. Die Schritte, wie wir einleiten müssen. Wichtig ist mal, dass wir den Weg zu mehr Autonomie, ob das dann volle Autonomie ist oder vollständige Unabhängigkeit ist, als mehrstufiges Projekt betrachten. Selbstbestimmung ist ein Prozess und das bedeutet, der erste Schritt ist, dass man beginnt zu fragen, möchten wir eine Diskussion im Land, wo alle
in Südtirol ganz wichtig, 3 Volksgruppen voll mit dabei sind, wo wir darüber diskutieren, was wäre der ideale Rahmen für Südtirol, um unsere Probleme, die wir haben, das hören wir heraus, dass nicht alles rosig ist, am besten lösen können. Und erst wenn diese Diskussionen, diese gesellschaftlichen Annäherungen, dieser Selbstfindungsprozess, der Daniel Törpe, ein kanadischer Völkerrechtler, der hat immer gesagt, Selbstbestimmung ist auch ein Selbstfindungsprozess, wo man sich im Prinzip im Klaren wird, wer sind wir denn überhaupt? In Südtirol leben 3 autochthone Volksgruppen, Deutsche, Italiener, Ladiner. Und erst am Ende dieses Prozesses kommt es dann vielleicht zu einer Abstimmung, wo man sagt, ja, wir möchten eventuell Status quo ändern oder diesen auch nicht ändern, wenn wir dann zum Schluss kommen, mein Rom hat uns jetzt einige Dinge gegeben, jetzt sind wir zufrieden damit. Das Wichtigste wäre zum Start auszuloten, welche Schritte können wir in die Wege leiten, ohne die Verfassung zu verletzen, ohne dass wir da in Konflikt mit irgendwelchen Artikeln kommen, aber wo wir diesen Prozess der Selbstbestimmung starten können. Das wäre eine realistische Möglichkeit. Was vielleicht viele Leute hier im Raum nicht wissen, ist, dass ich so im Übergang zwischen meiner Studentenzeit und meinem Berufsleben eben der Vorsitzende des Umweltausschusses der SVP Pustertal war und in dieser Funktion 2-mal das im Nachhinein historische Glück hatte, in Bozen neben einem Silvius Maniago zu sitzen bei einer Sitzung. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen, aber ich muss sagen, in den 90er Jahren, da war eine ganz andere Aufbruchsstimmung da. Wenn der Bürgermeister Stauder gesagt hat, dass wir jetzt eine bestimmte Lethargie haben, ja, wir haben diplomatisch formuliert eine Stagnation, eine autonomiepolitische, wir brauchen wieder ein Projekt, das Aufbruchsstimmung signalisiert. Das tut der gesamten Gesellschaft gut. Und dann sind wir auch in der Lage, bestimmte Probleme vielleicht besser zu lösen. Es gibt massive Probleme. Wie soll sich denn eine junge Familie heute, wenn sie nicht von zu Hause das finanziert kriegt, noch ein Eigenheim finanzieren? Mhm. Gut. Dankeschön, Herr Niederhofer. Vielleicht ganz kurz, das Projekt ist ja da, Franz Josef Rohner hat ja gesprochen von diesen 3 Säulen, Vollautonomie, Eingliederung in Österreich oder eigener Staat. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das? Und das werden wir nachher auch noch diskutieren und auch mit Ihnen diskutieren. Aber abschließend noch bitte Peter Frank. Ja, also wenn man hört, die Renten wurden nicht angepasst, weil es von Romas nicht gegangen ist. Wir haben gehört, die Löhne sind momentan zu niedrig, weil es von Rom aus nicht geht. Mit dem Proporz haben wir ein Problem. In der Wirtschaft hätten wir auch gerne andere Wünsche. Da ist das irgendwie ein Widerspruch zu dem, was ich davor gehört habe. Wir haben die wunderbarste Autonomie. Also ich glaube, alles, was ausbaufähig ist, was ich noch mehr erreichen kann, was Instant Land eigentlich allein gut hat, was uns weiterbringen hat, muss ich wohl probieren zu erreichen. Und wenn Sie das Beispiel mit Katalonien gebracht haben, also ich glaube, man darf jetzt nicht die Politiker verurteilen, die die Eigenständigkeit und die Freiheit gesucht haben und deswegen verklagt worden sind, sondern man soll da eher in Staat, in spanischen Staat anklagen, der was in einem modernen Europa solche Schritte überhaupt wagt. Ich weiß nicht, Sie haben gesagt, es ist nicht möglich, dass es ein anderer Staat aufnimmt. Es ist eine Eigenstaatlichkeit nicht möglich. Ich glaube, viele von den Zuschauern da sind sicher dabei gewesen oder wissen von der Broschüre Südtirol kann. Man hat einfach mal Modelle ausgearbeitet. Wo kann Südtirol hinarbeiten als eigener Staat? Was ist möglich als Bundesland Österreichs. Und das haben wir uns nicht selber erfunden. Da sind namhafte Experten gewesen. Und die haben gesagt, es wäre möglich. Also man soll jetzt vielleicht einmal einen Schritt probieren. Den ersten Schritt. Und dann sieht man, wie weit man kommt. Dann mache ich einen zweiten oder halt es mir auf die Schnauze. Dankeschön, Peter Frank. Und somit eröffne ich auch die Diskussion hier
Frau Sellertor, ja. Sie wollen sicher Stellung nehmen jetzt zu den Aussagen nur auf von Herrn das Frank. Antworten. Also das ist ein Missverständnis. Wir Südtiroler waren natürlich total auf der Seite der Kataloner und haben auch mehrere Pressemitteilungen gemacht und immer wieder die Unterstützung ausgesprochen. Aber das ändert halt nichts an der Tatsache, dass es trotzdem so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und was zu Schottland zu sagen ist, in Schottland konnte man dieses Selbstbestimmungsreferendum durchführen, weil Großbritannien das erlaubt hat. Natürlich, wenn Italien das erlauben würde, dann könnten wir das auch machen, aber Italien wird das nie erlauben. Und was bei Schottland sagen wir auch noch zu sagen ist, die Bevölkerung hat gegen die Selbstbestimmung und dagegen sich von Großbritannien abzulösen gestimmt. Und ein Grund, wovor die Bevölkerung Angst hatte, war, damals war Großbritannien noch bei der Europäischen Union, ein Grund war, dass sie Angst hatten, dass Großbritannien nachher ein Veto für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union einlegen würde und dass dann Schottland von der Europäischen Union draußen wäre. Dann noch etwas zu den, wenn gesagt wird, ja, die Renten, wir können nichts tun. Sag mal, ganz stimmt das auch nicht. Südtirol hat schon die Tendenz, wenn etwas schlecht geht, hat Italien die Schuld und wenn etwas gut geht, dann hat man es selber, sagen wir mal, selber erreicht. Natürlich kann Südtirol nicht in staatliche Gesetze eingreifen, aber im Sozialwesen kann es Beiträge vergeben, es kann die Höhe der Mindestrente, die vergeben wird, selbst bestimmen, es kann die Beiträge des Staates aufstocken oder höhere Beiträge geben. Also Südtirol hat schon viele Möglichkeiten und hat auch ein sehr großes Budget. Wir können ja 9/10 der Gelder, der Steuern, die wir einnehmen, selbst behalten. Und dann muss man halt intern einen Schlüssel finden, wie diese Gelder aufgeteilt werden. Und wenn die Minderbemittelten bzw. die Arbeitnehmer und so weiter zu kurz kommen, dann hat das schon auch ein bisschen mit der Südtiroler Politik zu tun und man kann nicht für alles Italien die Schuld geben. Da wurde Maniago genannt. Maniago war genau ein Politiker, der sich massiv dafür eingesetzt hat, dass man die Schiene, also den Weg der Autonomie geht und nicht den Weg der Konfrontation. Und von den drei Modellen, die da gesagt werden, ist natürlich die Vollautonomie die realistische und die, die wir auch in Rom anstreben und wo wir immer versuchen, immer wieder Kompetenzen zu erhalten. Natürlich in Krisenzeiten ist es schwierig, in Regierungen, technischen Regierungen, Allparteienregierungen, die unsere Stimmen nicht brauchen und die schnell handeln müssen, wie in der Pandemie. Da hatten wir natürlich überhaupt keine Möglichkeit, uns einzubringen. Aber das ist halt einfach krisenbedingt. Und nur ganz kurz noch der Proporz in der Sanität. Es wurde beklagt, dass der Proporz in der Sanität teilweise ausgehöhlt wird. Das stimmt schon, aber wir haben halt einen extremen Ärztemangel. Dann frage ich Sie, haben wir lieber einen Arzt, der vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, oder wollen wir keinen Arzt? Das ist nämlich die Entscheidung, die wir treffen wollen. Wir haben nicht die Entscheidung, einen perfekt zweisprachigen oder einen, der nur eine Sprache spricht. Nein, einen, der nicht perfekt zweisprachig ist oder keinen. Und wir müssen in Rom intervenieren, weil zurzeit hat man ja 3 Jahre Zeit, wenn man in der Sanität ist, die andere Sprache zu lernen. Und es sind nun mal sehr viele italienische Ärzte, die nicht in der Lage ist, die andere Sprache zu lernen. Und da haben wir in Rom interveniert und haben gesagt, bitte erhöht diese 3 Jahre auf 5, geben wir diesen italienischen Ärzten die Möglichkeit, noch 2 Jahre weiter die Sprache zu lernen, weil wir brauchen diese Ärzte. Wir können nicht ohne Ärzte dastehen. Und das letzte Argument, das gesagt wurde, dass sich viele Italiener als Deutsche ausgeben in bestimmten Wettbewerben, das stimmt. Und wir sind dabei, eine Durchführungsbestimmung zu machen, dass die Prüfungen, die abgegeben werden müssen, um eine bestimmte Funktion zu erlangen, zum Beispiel um Richter zu werden, in der Sprache gemacht werden müssen, die man für sich beansprucht. Also dann kann niemand mehr sagen, ich bin ein Deutscher, aber nicht Deutsch können, sondern er muss dann diese Prüfung in der deutschen Sprache machen. Und das wird sicher ein Mittel sein, um dieses
Problematik zu lösen. Wir versuchen immer wieder Problematiken, die auftreten, zu lösen, die Autonomie zu verteidigen, auszubauen und eben Schlupflöcher zu stopfen. Mhm. Danke vielmals. Sehr geehrtes Publikum, Sie haben jetzt verschiedene Standpunkte gehört. Wir öffnen jetzt auch die geben jetzt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Wir haben zwei Mikrofone. Wir nehmen am besten dieses Mikrofon und das andere drüben. Ist schon da. Also auf beiden Seiten bitte Wortmeldungen. Und ich bitte, was die Wortmeldungen betrifft, aufzustehen, den Namen zu sagen, damit wir auch wissen, um wen es sich handelt und an wen die Frage gestellt wird. Bitte schön. Einmal, zweimal dann. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Carsten Schauerte, ich komme aus Jenesien, Schützenkompanie Jenesien. Und ich habe eine Frage an die Frau Senatorin. Aber ich möchte auch erstmal ein bisschen was richtigstellen, was Katalonien betrifft. Die Politiker wurden aufgrund eines Paragraphen verurteilt, der sagte Rebellion. Und deswegen hat damals Spanien auch einen internationalen Haftbefehl ausgesprochen. Aber ein Land wie Deutschland zum Beispiel hat den Putschdemont nicht ausgeführt, weil es diesen Paragraphen im deutschen Gesetz nicht gibt. Und für mich ist eine Sache, wenn man sich für die Selbstbestimmung einsetzt, keine Rebellion. Aber das wollte ich jetzt nur dazu sagen. Sie haben von der wirklich, wenn nicht gerade, weltbesten Autonomie gesprochen. Aber ich frage mich wirklich, wo ist denn hier die weltbeste Autonomie? Das ist ja schon so, die Beipackzettel der Arzneimittel werden einfach nicht in beiden oder in allen drei Landessprachen gedruckt. Ich muss mich als deutschsprachiger Südtiroler, ich bin zwar jetzt Bundesdeutscher, aber ich fühle mich als Südtiroler, jedes Mal beim Apotheker nachfragen, kannst du mir das mal eben übersetzen? Wenn es um lebenswichtige Medikamente geht, kann sowas auch schon mal schief gehen. Ja? Man kann jetzt von einer alten Frau aus dem hintersten Tal nicht erwarten, dass sie diese Sachen im fließenden Italienisch spricht. Dann, wie kann es sein, dass man in einem Supermarkt wie M-Preis alles, was in deutschen Worten geschrieben ist, was die Nährwerte angeht, was die Inhaltsstoffe angeht, auf Italienisch überklebt werden muss, und zwar auf Anordnung von Italien, weil M-Preis konnte hier nur seine Filialen eröffnen, wenn sie eine Niederlassung in Südtirol gründet und versprach, dass alles, was aus Österreich kommt, aus Deutschland kommt, italienisch überklebt wird. Ja? Ich meine, es gibt zweisprachige Etiketten, von deutschen Firmen teilweise ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn ich dann an die Kasse gehe und mir aus Wut dieses Etikett abreiße, weil ich möchte das Deutsche lesen, wird mir gesagt, nein, Sie müssen das Italienische wieder draufkleben, sonst dürfen Sie den Laden nicht verlassen. Ich meine, was hat das mit der Autonomie zu tun? Und dann auch der Proporz, das ist einfach so. Ich meine, Sie haben recht, ich möchte natürlich einen Arzt haben, wenn der Ärztemangel ist. Aber warum haben wir den Ärztemangel denn? Weil ein guter österreichischer Arzt in Bozen wurde entlassen, weil er das Italienisch nicht so gut konnte. Der war beliebt im Krankenhaus. Er hat gesagt, er durfte zwar hinterbleiben, hat gesagt, ich gehe jetzt lieber nach Österreich, habe mir die Schnauze voll. Und bei den Italienern wird gesagt, dass einfach er 5 Jahre Zeit hat, die Sprache zu lernen, aber es passiert kaum was. Und es gibt genug österreichische Ärzte, auch deutsche Ärzte, die gerne hier arbeiten würden, aber sagen sich, die Hürden sind einfach zu hoch. Ja? Wir würden keinen Ärztemangel haben, dann ist das ja auch eine Frage der Bezahlung. Ja? Wenn ein Arzt in der Schweiz arbeitet oder in Deutschland arbeitet, der verdient ja viel mehr wie hier. Ja? Also der Ärztemangel ist nicht nur aufgrund dessen, weil wir Sprachprobleme haben. Mhm. Und dann ist das mit der Autonomie, ja, der Proporz wird ja auch beim öffentlichen Verkehr nicht eingehalten. Da werden die Busfahrer eingestellt für einige Monate, ohne Zweisprachigkeitsnachweis. Ja, die brauchen sie für 4, 5 Monate nicht. Da werden sie kurz entlassen und hinterher wieder eingestellt. Ja, und somit höhlt man den Proporz aus. Und da müssen wir dran arbeiten. Das sind viele Kleinigkeiten. Deswegen können wir nicht von der weltbesten Autonomie reden. Es tut mir leid. Danke für Ihren Beitrag. Aber die konkrete Frage jetzt an die Frau Senatorin noch. Sie wollten ja eine Frage stellen. Ja, ich wollte die Frage stellen, warum Sie das dann wirklich so als weltbeste Autonomie verkauft. Das war meine Frage. Also jetzt muss ich noch einmal erklären, was ich meine. Es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt keine so ausgeprägte Autonomie oder wenig so ausgeprägte Autonomien, wie wir sie hier haben. Südtirol wird auch für alle Konflikte mit Minderheiten in der ganzen Welt inzwischen propagiert.
Das soll jetzt nicht, ich behaupte damit nicht, dass die Autonomie perfekt ist. Ich sage nur, es gibt kein Beispiel, oder bringen Sie mir ein Beispiel, wo eine Minderheit mehr Rechte hat als hier in Südtirol. Und natürlich, die Dinge, die Sie aufzählen, stimmen ja. Ich bin ja gerade diejenige, die in Rom 2 Jahre lang kämpfen musste, damit die deutschen und österreichischen Ärzte ins Berufsalbum eingetragen werden dürfen. Und ich will Ihnen gar nicht sagen, was ich alles für Antworten bekommen habe. Zum Beispiel wurde mir in vollem Ernst geantwortet, ja, in Innsbruck können ja auch keine italienischen Anwälte eingetragen werden. Und ich habe da wirklich gekämpft und mich geärgert und protestiert und bin nicht mehr zu den Sitzungen gegangen. Und irgendwann habe ich das erreicht, also diese Problematik, dass die Ärzte von Deutschland und Österreich, die auch nicht italienisch können, in die Alm eingetragen werden können und freiberuflich in Südtirol arbeiten können, die ist jetzt einmal gelöst. Wenn sie dann in den öffentlichen Dienst gehen, dann müssen sie, gleich wie die italienischen Ärzte, nach einer bestimmten Zeit die Zweisprachigkeitsprüfung machen. Es waren vorher 3 Jahre, jetzt sind es 5 Jahre. Und ja, das stimmt schon, was Sie sagen. Wir haben Ärztemangel, weil die Bedingungen für Ärzte in unseren Grenzregionen viel bessere sind. In der Schweiz, in Österreich, in Deutschland verdienen die Ärzte mehr und haben bessere Bedingungen. Aber das ist das Problem und das erklären wir den Italienern auch immer wieder und sagen ihnen, wir brauchen Sonderregelungen, weil wir Ärztemangel gibt es überall, gibt es auch in ganz Italien, aber bei uns besonders stark. Aber das ändert ja nichts an der Problematik. Die Frage, ob wir lieber keine Ärzte oder die italienischsprachigen haben, die nicht gut Deutsch können, die bleibt ja im Raum. Der Grund für den Ärztemangel ändert ja an der Problematik nichts, dass man eben lieber Ärzte hat, die nicht so gut Deutsch können, als überhaupt keine. Und die anderen Beispiele, die Sie gemacht haben, die sind alle richtig, das stimmt alles. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wir, es ist nicht perfekt, aber wir Südtiroler haben einfach eine weitreichende Autonomie. Wir werden auch in Rom respektiert. Also bevor ich noch Senatorin geworden bin, konnte ich mir das gar nicht so vorstellen. Ich habe immer gemeint, die werden uns feindselig gegenüberstehen, weil sie sagen ja, ihr seid privilegiert, ihr könnt so viele Gelder behalten wie sonst keine andere Region und so weiter. Aber es stimmt nicht. Wir werden eigentlich sehr respektiert und das Verständnis ist eigentlich groß von allen italienischen Politikern. Deswegen glaube ich, bin ich einfach davon überzeugt, dass man mit einer guten Zusammenarbeit diese Autonomie noch perfektionieren können wird und dass es keinen anderen Weg gibt. Dankeschön. Wir nehmen Herrn Genet und nachher die nächste Wortmeldung. Ja? Nein, nur zum Verstehen, etwas verständlich zu sagen, das Thema Ärzte. Wir hatten bis 2005 die Möglichkeit, in Südtirol die Facharztausbildungen zu machen. Das wurde uns dann von Rom verboten. Und deswegen sind ja viele Südtiroler Ärzte draußen geblieben. Mhm. Und da hatten wir dann schon den Ärztemangel. Zweitens, das dürfen wir nicht vergessen, sobald Monti 2012, hier gab es im öffentlichen Dienst einen Aufnahmestopp, 4 Jahre lang. Und das spüren wir heute noch im öffentlichen Dienst. Deswegen fehlen uns zum Teil Krankenpfleger, abgesehen von der Verwaltung, aber auch Ärzte. Weil die sind im Ausland geblieben. Und deswegen sage ich, wir hatten eine Autonomie in diesem Bereich in der Sanität, aber faktisch haben wir sie nicht. Wir haben in der Sanität heute nicht diese Autonomie. Wir mussten die Einsparungen in der Sanität in den letzten 15 Jahren effektiv, hat uns Rom mitgeteilt, da ist zu sparen, Bettenabbau ist zu sparen. Es gab dann zwar ein Urteil, das zu unseren Gunsten sich ausgewirkt hat, aber das haben wir gespürt. Und deswegen, wenn ich jetzt im öffentlichen Dienst sage,
Hier hatten wir das Problem. Logisch, heute fehlen uns die Ärzte und ich bin auch froh, dass Ärzte hier sind, wenn sie jetzt Italiener sind und die Sprache erlernen, dass der Dienst abgedeckt ist. Aber in der Vergangenheit wurden diese großen Fehler gemacht. Und deswegen sage ich immer, wir haben heute dieses Problem da, da müssen wir in Rom weiter uns stark machen, dass wir das wieder ändern können. Ich habe das Beispiel genannt mit den Lehrlingen. Wenn das in dieser Form durchgeht, dann werden morgen die Betriebe höchstwahrscheinlich keine Lehrlinge mehr mit der dualen Ausbildung anstellen. Und deswegen erwarte ich mir, dass jetzt unsere Parlamentarier das in Rom auch intervenieren. Aber es ist sicherlich nicht so einfach, das in Rom dann in dieser Form auch durchzukriegen. Mhm. Danke, Herr Genet. Nächste Frage, bitte. Martin Wielander aus Göflan. Meine Frage geht an Herrn Frank. Herr Frank, Sie haben in Ihrer Einleitung so schön beschrieben, wie die Autonomie Truhe so mehr leer ist als voll. Ich habe erst kürzlich ein Interview gelesen von der Zeitung. Das Interview ist anlässlich der Wienreise von unserem Herrn Landeshauptmann Kompatscher gemacht worden. Und in dem Interview steht drinnen, dass der Herr Kompatscher sagt, unsere Autonomie muss repariert werden. Und das Verfassungsgericht darf die Autonomie oder sollte sie nicht mehr beschneiden dürfen. Jetzt, wenn etwas repariert werden muss, gehe ich mal davon aus, es ist kaputt. Herr Frank, wie sehen Sie das? Wo ist unsere Autonomie? Ist sie kaputt? Wo ist sie kaputt? Und wo müssen wir jetzt gerne flicken? Also nehmen wir das doch. Danke, danke. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin selber erstaunt gewesen über die Aussage von Landeshauptmann, wie wir es heute auch schon ein paar Mal gehört haben, das berühmte Wort, der Landeshauptmann hat die Augen von der weltbesten Autonomie gesprochen und jetzt auf einmal ist sie von einem Tag auf den anderen kaputt und reparaturbedürftig. Und da habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, wo kann da jetzt irgendetwas zu reparieren sein, was bis jetzt bestens funktioniert hat. Wir haben davor schon einmal gehört, dass allen wieder Klagen beim Verfassungsgericht sein. Das heißt, die Sachen, die wir haben, werden untergroben, die werden jetzt genommen, wir müssen darum streiten. Es wird gleich von mir aus gesehen, einmal ein bisschen schön geredet. Und ich weiß jetzt nicht, was der Landeshauptmann persönlich da reparieren möchte, aber wir haben jetzt heute Themen genug gehört, wir haben zum Beispiel die Rente gehört. Ich habe vor ein paar Jahren, weil wir mit der IETS-Gruppe da angefangen haben, haben uns mal so die Zahlen angeschaut. Und wenn man da ausgelesen hat, dass jährlich über 300 Millionen Euro mehr an Renten eingezahlt werden und nach Rom geschickt werden, das wäre für mich zum Beispiel reparaturbedürftig. Also, wenn ich zum Beispiel her, dass eigentlich 90% von die Steuern hier in Land verwendet werden dürfen, aber bis zum Schluss sind es noch einmal 75%, dann ist das für mich reparaturbedürftig. Wie gesagt, ich bin Schütze mit Leib und Seele, wie es davor gesagt habe, und kein Wirtschaftsexperte, aber vielleicht kann ich so die Wirtschaft vielleicht ein bisschen mehr erklären oder sagen, wo da genau der Hebel angesetzt werden muss, dass wir das wieder in Gang kriegen und da reparieren. Vielleicht darf ich an der Stelle zitieren. Am 16. März war ja unser Landeshauptmann bei Bundeskanzler Nehammer und Van der Bellen und auf der Tagesordnung stand ja aktueller Stand in puncto Südtirol-Autonomie. Vielleicht jetzt alle Zitate, die wir kennen. Wir können nicht dulden, dass Südtirols Gesetzesbefugnisse schmälernd interpretiert werden können. Einmal, dann die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs wirkt sich negativ auf die Gesetzgebungsbefugnisse des Landes Südtirol aus. Und ich habe in Rom immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in einigen Bereichen unter dem Standard von 1992 liegen. Wir können nicht dulden, dass Südtirols Gesetzesbefugnisse schmälernd interpretiert werden, hier noch einmal. Und dann eben die Aussage, wir erwarten uns, dass entsprechende Reparaturmaßnahmen gesetzt werden. Das nur als Ergänzung, das waren die Zitate eben am 16. Mitte März. Sind weitere Fragen? Bitte, hinten haben wir
Einmal, zweimal. Ja, grüß Gott, mein Name ist Arno Reiner und ich hätte eine Frage an Herrn Genett. Wir haben ja vor ein paar Jahren einen Autonomiekonvent gehabt. Ob er uns vielleicht in Erinnerung rufen kann, was da als ausgearbeitet worden ist, wie man die Autonomie ausbauen könnte. Und noch die Frage an die Frau Senatorin, wieso da in den letzten Jahren überhaupt nichts passiert ist. Bitte dann vielleicht zunächst Herr Genett zum Autonomiekonvent. Ja. Ich sag, ich war Mitglied bei dem Autonomiekonvent. Es war ein Beschluss vom Südtiroler Landtag. Es wurde eine eigene Vertreter von allen Bereichen eingesetzt. Das heißt von der Wirtschaft, ich war Vertreter für die Gewerkschaften. Es ist ein Dokument erarbeitet worden, nicht von allen, muss ich auch sagen. Es war auch kein einstimmiger Beschluss, aber es sind zwei Dokumente an den Landtag weitergeleitet worden. Unter anderem das Dokument eigentlich mit der großen Mehrheit, wo man wirklich das Autonomiestatut hergenommen hat. Man hat eigentlich überall versucht, Sachen zu sagen, was könnte man verbessern, wie könnte das morgen aussehen. Ich kann jetzt live von meine Bereiche vielleicht etwas sagen. Man hat eigentlich die Sachen, was Renten betrifft, was Sozialwesen, Sanität betrifft, auch Privat-Kollektivverträge, auch Arbeitsrecht. Man hat das eigentlich alles hingeschrieben, gesagt, das Dokument, man hört eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, ich habe das Dokument noch, aber ich glaube, man sollte schon wiederum das Dokument hernehmen. Denn ich glaube, es seien da wirklich für die Gruppen, bei der Diskussion wirklich, hat viel diskutiert und es war wirklich ein Dokument, muss ich sagen, wo man wirklich weiterarbeiten könnte. Ja, die Frage, warum in letzter Zeit nicht so viel passiert ist, das ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Die Legislatur ist 2 Jahre lang unter dem Zeichen der Pandemie gestanden. Es hat sich eigentlich alles um die Corona-Pandemie gedreht. Und man hat versucht der Staat hat versucht, mit Hilfspaketen die schlimmsten Folgen für die Wirtschaft abzufedern, Zuwendungen an die Familien zu machen, dann die ganzen Vorschriften, um die man dauernd gestritten hat, wie Masken und wo Lockdowns gemacht werden und nicht Lockdowns gemacht werden. Und da in so einem Bereich hat Südtirol einfach keine Autonomie. Das ist ein staatlicher Notstand. Der Staat hat die Aufgabe, für die Gesundheit seiner Bürger und Bürgerinnen zu sorgen. Und da gibt es überhaupt keine Spielräume. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, durch unsere guten Beziehungen eine Zeit lang, der Arno Kompatscher und ich vor allem, haben gute Beziehungen mit dem Conte gehabt, wir sind eine Zeit lang allem in unseren eigenen Weg gegangen und haben die Regierung dazu gebracht, das nicht anzufechten. Und haben dann allen behauptet, wir haben eigentlich autonome Kompetenzen und solange das nicht umgefochten wird und solange wir ein Gesetz machen, ist das ja, wie wenn es so war. Und dann hat der Asta den Fehler gemacht, total ohne mit der Regierung zu reden und ohne irgendwie das abzusprechen, total den Bogen überspannt, hat eine total andere Regelung festgelegt, als die staatliche Regelung war. Die Regierung hat es sofort vom Verfassungsgerichtshof angefochten und der Verfassungsgerichtshof hat in kürzester Zeit gesagt, keine autonomen Kompetenzen in so einer Notsituation. Also was ich eigentlich damit sagen will, es kommt auch sehr viel darauf an, wie man sich in Rom bewegt und wie man agiert und wie man imstande ist, auch mit den italienischen Politikern, zum Beispiel der Regionenminister, der damals war, der Boccia, der war extrem zentralistisch, aber trotzdem hat man halt auf irgendeine Art und Weise versuchen müssen, mit ihm auszukommen. Und das ist unsere Arbeit in Rom. Und unsere Arbeit wird natürlich behindert oder fast unmöglich gemacht, eben wenn solche Krisensituationen sind, beziehungsweise wenn wie jetzt eine technische Regierung ist, eine Allparteienregierung, wo überhaupt niemand unsere Stimmen braucht. Weil normalerweise sind die Mehrheiten knapp in Rom, gerade im Senat waren sie unter dem Conte sehr knapp und da hat man wirklich als Südtiroler sagen können, entweder
so und so oder die Autonomiegruppe stimmt nicht mit. Und dann ist vieles gegangen. Das können wir jetzt nicht mehr sagen, weil unsere Stimmen braucht niemand mehr. Also wir können im Moment, sind wir leider mehr Bittsteller unten. Und leider, es stimmt, die meisten Italiener sind Nationalisten. Die haben irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex auch gegenüber Deutschland und Österreich. Und dann haben sie da und das Bedürfnis zu sagen, wir Italiener machen alles super und alles am besten. Und sehen unsere Autonomie auch ein bisschen als Feinde, vor allem die Beamten. Weil entscheidend sind ja ganz viel die Beamten. Die bereiten ja den Politikern vor, was angefochten wird und was nicht angefochten wird. Und das sind Beamte, die sitzen seit 40 Jahren auf ihre Sessel und dann sind Politiker, die sind vielleicht ein oder zwei Jahre dort und dann werden sie wieder ausgetauscht. Eines von den Problemen von Italien ist, dass das ganze Heer an Beamten eigentlich den Staat regiert und die sind teilweise zentralistisch. Und ja, es ist ein ständiger Kampf, der vor allem auch jetzt mit dieser technischen Regierung, auch bei Monti war die technische Regierung, was das Schlimmste, was Südtirol passiert ist, aber man muss dem Monti auch irgendwie zugestehen, er hat einfach die Aufgabe, Kapitalien vor dem Bankrott zu retten. Und logischerweise, dann sind alle zu ihm gelaufen und wollten protestieren, weil er hat müssen überall kürzen. Und dann hat er halt zu allen gesagt, er redet mit niemandem, weil er muss überall beschneiden. Und so hat er es halt auch mit den Südtirolern gemacht. Deswegen, der Monti ist ein Feindbild schlechthin. Ich weiß, aber andererseits muss man halt auch verstehen, was der Mensch für eine Aufgabe gehabt hat und wie die Situation damals war. Weil wenn Italien bankrott gegangen war, das war für die Südtiroler auch nicht ohne Folgen geblieben. Also man muss schon ein bisschen einen weiteren Blick haben und ja, wie gesagt, versuchen das Beste daraus zu machen. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Hinten waren 1, 2 und dann 3, ja, genau. Ja, guten Abend, ich heiße Hallo Martin und ich darf jetzt auch ein paar Feststellungen und eine Frage stellen. Zum Beispiel wegen die Ärzte. Wir gehören zur ersten Region, angeblich hat sie in der Kassen Südtirol, und sind in den Stand, die Ärzte zu zahlen. Eine Tatsache ist, und das werden sicher viele bestätigen können, das größte Problem, was wir haben, dass die Südtiroler Reise studieren, nicht nur Ärzte, sondern andere Leute auch, und gehen nicht mehr hin. Und warum gehen sie nicht mehr hin? Warum? Weil sie immer draußen besser geht, weil sie mehr verdienen. Das ist mal ein großes Problem. Und wir tun auch die Leute von unten auch. Was hat die SVP dafür dagegen zu tun? Wir hängen bei den Stotzen, wenn es geht so gut. Nachher, sie haben gesagt, die Selbststimmung fordern, dass die Italien das nicht zulassen. Es ist noch nie gefordert geworden, auch nicht für die SVP. Da kann man nicht sagen, ob es angelehnt wird, aber scheinbar wissen sie es vorher schon. Aber die eigentliche Sache, was ich will hingehen, ich habe viele Diskussionen erlebt, ich habe Diskussionen mit dem Maniager erlebt, ich habe Diskussionen mit dem Dornwalder erlebt und die Herr rein die Unterberger. Der Maniager hat gesagt, wir haben die Atomie eingeschlagen und das ist unser Weg. Und da werden wir kämpfen, und sie haben gekämpft. Sie haben aber unten keine Freihandelwirtschaft gehabt. Der Benedikt und sie sind gegangen kämpfen und haben hart verhandelt, um jeden Beistrich. Und allem haben sie gesagt, wenn das nicht geht, dann werden wir einen anderen Weg einschlagen. Der Dornwalder war es immer bei Diskussion, hat auch gesagt, wir werden die Atomie weiter ausbauen und wir werden weiter kämpfen. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir andere Sachen einschlagen. Und sie, Frau Unterberger, sagen heute, Selbstbestimmung, das ist selbst nicht realistisch, das ist sozusagen Blödsinn, das ist nicht realistisch. Was haben Sie noch für eine Verhandlungsposition in Rom unten? Leider, wenn man einen guten Richter ins Gesinnt ist. Die müssen wissen, dass wir auch andere Sachen vorhaben. Wenn wir das nicht erreichen, kommt mir halt vier. Oder nicht? Wenn man einen Handel hat, dann muss man auch, wenn man lügt und sagt, jetzt ist schon der stirbt mir zu Gesicht und zwischen reiche ich gar nichts, dann muss man halt sagen. Und mir kommt vier, sie haben ja gesagt, man muss die ganze Welt sehen, man muss Italien sehen. In erster Linie, von den Abgeordneten für Südtirol Volkspartei oder für Südtirol, eine Aufgabe ist unten, für Südtirol zu schauen und das Optimale auszuhöhlen. Und nicht Italien zu sehen. Das ist eine Tatsache. Ja, wenn Italien wirtschaftlich runtergeht, dann geht Südtirol mit runter. Wie der Dornwalder gesagt hat, wir sind zwar in der Luxuskabine drin, aber wenn das Schiff Italien runtergeht, dann geht es runter. Jetzt möchte ich mal wissen, wie Sie die Insta auszuhöhlen. Kurze Stellungnahme dazu, Frau Senatorin.
Natürlich sind wir dazu da unten das Beste rauszuholen. Ich meine, das ist ja klar, probieren wir allemlei mit auf den Tisch hauen. Und wissen Sie, viele tun halt da heroben, sagen wir, ein bisschen aufmandeln und den strammen Max spielen, aber soll, wird die Italiener unten nicht sehr beeindrucken. Er kann Ihnen sagen, die einzigen Druckmittel, die wir haben, ist, wenn Sie unsere Stimmen brauchen, oder natürlich wählen Sie sich jetzt nicht vor der europäischen Öffentlichkeit und so blamieren. Sie haben schon einen Stolz drauf, was Sie uns als geben haben. Also da ist auch ein Wunderpunkt, wenn man sagt, wir sagen auch oft, ja, da gehen noch bei uns oben die rechten Südtiroler auf die Barrikaden, wälzt es das, dann steht es wieder da, als die zentralistischen Anti-Autonomisten, das passt ihnen jetzt auch nicht ganz gut, das ist auf der Druckmittel, aber sonst, wie überall, sind es allem zwischenmenschliche Beziehungen, die halt, wo man halt imstande ist, die Probleme zu lösen. Das ist nicht eine Freundelwirtschaft, sondern man muss einfach sich ein bisschen in ihre Mentalität einfühlen und auch versuchen, mit ihnen zu reden und ihnen das zu erklären. Und das können sie ja nicht vorwerfen, wenn man das tut, weil das ist eine von den Strategien, die zum Erfolg führt. Und natürlich, das, was wir alle vor Augen haben unten, ist, dass wir unsere Autonomie verbessern, ausbauen, schützen, alles, was sie wollen. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Zwei. Aber dann. Die nächste dann. Mein Name ist Stanzl und ich bin Ärztin. Und ich möchte voll dem Herrn Jeanette beipflichten. Das Problem der Ärzte ist wirklich das, wie er es so sieht. Und ich möchte der Frau Senatorin sagen, dass ich glaube, dass es ganz toll ist, dass Sie das erreicht haben, das mit den 5 Jahren mit der Zweisprachigkeit. Nur, ich glaube, wenn ein Akademiker in 3 Jahren nicht Deutsch lernt, dann lernt er es in 5 Jahren auch nicht. Und wenn ein italienischer Arzt in Innsbruck an der Klinik keine Stelle kriegt, dann kann er in ein paar Monaten Deutsch. Ich glaube, dass da auch von der Politik her oder von der Sanität her mehr drauf geschaut werden muss, dass die Leute Deutsch reden, dass sie das mehr Druck haben, das Deutsche zu lernen. Und dann wird das auch gehen, weil es kann so einfach nicht sein, dass da nicht mehr Druck gemacht wird. Und das eben mit den Ärzten, das ist wirklich so, die kommen nicht herein, weil sie da keinen Facharzt machen können. Was anderes, das mit der Selbstbestimmung, worum es ja wohl heute auch sehr da geht. Ich kann nur nicht verstehen, die SVP ist ja bestimmt nicht eine Partei, die die Selbstbestimmung an ihre Fahne geheftet hat. Aber jahrelang, jetzt wird einfach nicht nur darüber gesprochen, weil das irgendwie im Sande verlaufen ist, hat es immer geheißen, ja, die Selbstbestimmung wollen wir schon, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wie kann eine Partei sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für etwas, das uns eigentlich dann anscheinend nicht zusteht? Und abgesehen davon sind doch am Balkan in letzter Zeit auch immer wieder oder auch auf der ganzen Welt Staaten selbstständig geworden. Warum soll das für uns dann nicht auch so gehen? Aber die SVP selber hat immer vom nicht richtigen Zeitpunkt gesprochen. Also muss es ja doch möglich sein, sonst kann sie nicht sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Die Frage steht im Raum, wann ist der richtige Zeitpunkt dann? Dann haben wir es jetzt richtig verstanden. Dankeschön. Ja, das stimmt schon, dass die SVP vielleicht nicht ganz den Mut hat zu sagen, dass der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich nie kommen wird. Ich versuche halt das ehrlich zu sagen. Ich sehe null Chancen, dass Südtirol eine Selbstbestimmungsreferendum durchführen kann. Aber ich sage noch einmal, ich glaube, das Problem löst sich von allein. Ich glaube, mit der zunehmenden Integration in Europa verschwinden die Nationalstaaten mit der Zeit. Es sind auch schon extrem viele Kompetenzen nach Europa verlagert und jemand hat heute vom Wolfsproblem gesprochen. Die Problematik um das Großraubwild, das ist eine
Problematik, die in erster Linie von einer Richtlinie von der Europäischen Union ausgeht, die diese Tiere so schützt und die eben es nicht zulässt, dass sie entnommen werden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann kann jemand sagen, ja, dann wird es in Europa auch nicht besser als in Rom. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube einfach, und wir sehen ja auch in dieser Krise, sagen wir, eine der guten, meines Erachtens bei aller Tragik, die dieser Ukraine-Krieg hat, etwas, was gut ist, ist, wie Europa zusammenwächst, wie es mit einer Stimme spricht, wie sie zusammen entscheiden, auch über Sanktionen und Embargos und über die, wie sie sich gegenüber Russland verhalten. Ich denke, Europa wird immer weiter zusammenrücken und diese Frage der Nationalstaaten stellt sich nicht mehr. Seit Österreich bei der Europäischen Union ist, sind die Grenzen gefallen und das Problem wird sich von allein lösen. Dankeschön. Zur nächsten Frage, bitte. Ja, Winkler Ernst, ich bin der Sozialreferent von der Gemeinde Lana. Ich hätte eigentlich zwei Fragen an den Wirtschaftsvertreter hier an der Runde. Einmal möchte ich fragen, Sie waren der, der eigentlich am optimistischen das alles ein bisschen dargestellt hat. Und man muss eigentlich sehen, dass wir sehr viel Unbehagen haben. Einmal haben wir gehört, der Gewerkschaftsvertreter, der gesagt hat, die Bevölkerung, die am Minimum ist, die hat natürlich ganz wenig von dem Reichtum, was Südtirol hat. Und da müssen sich auch andere Unbehagen gegenüber dem italienischen Staat. Wie würden Sie die Lösung sehen, dass man vielleicht kann, den sozialen Frieden ein bisschen mehr herzustellen? Und da, wenn sozialer Frieden ist, dann wissen wir ja alle Leute, wenn es in die Leute alle gut geht, dann gehen andere Sachen auch vielleicht besser. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, ganz eine simple Verständnisfrage. Was ist denn der Vorteil, wenn in einem Rententopf mehr rausgenommen wird, wie reingeben wird? Bitte schön. Ich bin optimistisch. Ich bin beruflich, ich war in der ganzen Welt. Ich bin in einem Sägewerk gebaut, wirklich weltweit. Also ich glaube, war 45 Jahre auf Baustellen, war Südamerika, Nordamerika, Australien, Südafrika, China, Japan. Und ich muss sagen, ganz offen, ich finde, dass Südtirol die beste Lebensqualität hat, die ich gesehen habe. Nirgends hat nie, habe ich so eine Lebensqualität gesehen wie bei uns. Und deswegen, weil ich das alles gesehen habe und alle beklagen sich. Ich glaube, es ist wirklich, dass in anderen Städten alles perfekt ist. Alle sagen, dass die Hauptstadt zentralistisch ist. Das gibt es überall. Nicht? Aber wir haben wirklich, also das Beispiel, was die Senatorin gesagt hat, sag ein Beispiel, wo mehr Autonomie, wo eine Minderheit eine höhere Autonomie hat und wo auch die Lebensqualität so hoch ist. Und deswegen kommt man halt viel, ich verstehe da, das sind viele Leute, die sich beklagen, ich habe viele Klagen gehört, ich habe von einem kaputten Land gehört, von einer kaputten Autonomie, aber ich sehe das nicht so tragisch. Also natürlich kann alles kann man verbessern, bitte. Wie gesagt, wir könnten viel mehr, absolut, wir als Wirtschaft möchten wirklich, dass auch, zwar in der, wie uns davor gesagt, in Sachen Energie mehr Autonomie hätten. Aber was wir erreicht haben, wir kommen nicht dafür, dass die Autonomie drüber leer ist. Wir haben viele Kompetenzen, wie gesagt, wir nutzen es ja gut aus. Wir sind effizienter wie viele andere Regionen, nicht nur Italiens, Europas, der Welt. Und deswegen, die nicht so pessimistisch so sagen, als so viele Klagen gehört. Aber ich komme vor, dass sie vielleicht, man sollte sich vielleicht mehr rumschauen, was sonst ist, nicht? Wie es den anderen geht. Und dann werden wir sehen, dass es uns gar nicht so schlecht geht. Dankeschön. Eine Frage war da hinten noch. Zweite Frage. Ja, also das mit dem Rententopf. Das funktioniert sicher nicht. Wenn man weniger einzahlt, wie man rausnimmt, das geht nicht. Aber das ist ein Riesenthema. Und das hat jetzt mit der Umschichtung, die Bevölkerungsstruktur ist jetzt anders. Die Babyboomer, die gehen jetzt alle in Pension. Das ist das Problem. Wir sind keine Kinder mehr. Nicht? Und jetzt haben wir auf einmal die Situation, dass sehr viele Leute in Rente gehen und das hintenher nicht nachkommt. Und das ist ein Riesenproblem, und das ist sicher eine große Herausforderung für die Politiker, wie wir so ein Problem lösen. Ich will noch etwas dazu
Das ist gerne, nämlich bitte. Genau mein Thema. Italien hat eine extrem niedrige Erwerbsquote im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern und überhaupt eine extrem niedrige Frauenerwerbsquote. Und natürlich, wenn wenig Leute berufstätig sind, dann zahlen wenig in den Topf ein. Und dann ist der Topf halb leer. Und deswegen, wenn die Frauen sagen, verständlicherweise, die Erziehungsjahre müssen anerkannt werden und so weiter, das ist theoretisch alles richtig, aber in dem Topf ist viel zu wenig drinnen. Und deswegen, das hat jetzt endlich der italienische Staat verstanden, Italien hat keine Familienpolitik gemacht, es seien viel zu wenig Frauen erwerbstätig und wie sich im europäischen Vergleich zeigt, genau die Frauen, die nicht erwerbstätig sein oder wo wenig erwerbstätige gerne. Frauen sind, sind die Geburtenraten auch so nieder. Und deswegen muss man den Frauen die wirtschaftliche Selbstständigkeit ermöglichen, muss eine ordentliche Familienpolitik machen, Frauenförderung und dann lösen sich gleich ein paar Problematiken, unter anderem auch eben diese Rentenproblematik, dass im Topf zu wenig drinnen ist. Dankeschön. Bevor wir zur nächsten Frage aus dem Publikum kommen, Herr Niederhofer, bitte auch zu dieser Thematik. Ich glaube, dass das Thema Arbeitsmarkt und Rentenpolitik ein klassisches Beispiel ist, wo man sieht, dass unsere Autonomie völlig unzureichend ist. Südtirol hat eine, wie die Senatorin richtig sagt, eine sehr hohe Erwerbsquote. Und wir können Südtirol einfach nicht vergleichen mit süditalienischen Regionen, wo 40% Jugendarbeitslosigkeit ist. Wir bräuchten eine Gesetzgebung, die sich hier Richtung Schweden oder Richtung Schweiz orientiert, wo man auch Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, dass sie mit Halbpensionssystemen viel länger noch arbeiten. Als Betrieb kann man sich das teilweise ja gar nicht leisten, aber auch volkswirtschaftlich können wir uns das nicht leisten, dass die Leute so früh den Arbeitsmarkt verlassen. Wir sehen das ja. Wir sind nicht mehr in der Lage, das mit einheimischen Kräften zu bestücken. Und hier bräuchten wir die entsprechenden Zuständigkeiten. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum uns viele qualifizierte Leute, die studieren im Ausland, das ist die Phase, wo man dann auch teilweise Familien gründet und die kommen dann nicht mehr nach Südtirol, weil wir hier viel zu wenig Kompetenzen haben. Und das mit den Rentenzahlungen, das wissen wir, dass da kein wirklicher Fonds existiert, wo irgendwelches Geld drinnen ist. Mit den Rentenzahlungen von heute werden die Pensionen, die derzeitigen finanziert, da gibt es nichts in diesem Topf drinnen. Das ist für Südtirol natürlich ein Kapitalabfluss. Aber wir bräuchten im Prinzip Rentensysteme und Arbeitsmarktsysteme, die sich an der Schweiz und an Schweden orientieren, wo auch 70-Jährige, wenn sie Lust haben, noch die Möglichkeit haben, in Teilpensionen weiterzuarbeiten. Und dieses Know-how brauchen wir, das können wir nicht verwerfen. Dankeschön. Dann kommen wir zur nächsten Frage aus dem Publikum hinten. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen. Ist eine Frage noch oder waren da zwei Fragen da hinten? Eine. Ich Gut. bin Meierhofer Konrad, der Lange. Ich möchte mal fragen, wie das ist, weil früher sind die Leute, die Lehrpersonen oder Kavaliere oder die bei der Post angestellt werden, alle mit 15 Jahren in Pension gegangen. Mhm. Und heute haben die vormal auf 43 Jahre reingetan, ja, das kann ja auch nicht mehr stimmen. Wenn wir raus, bis wir hin sein. Mhm. Und zweiter, ich will eine Sportfähigkeit, ist schon recht, aber die Welpen, wenn man noch in die Geschäfte nicht geht, dann sagen sie, Ball Italiano. Ja, mit Italia. Das ist aber alles. Ich kann den Devils nur noch verfolgen. Und so ist es. Und so, das ist nicht. Man hätte man Sonder schon. Und was ich noch besorgen will. Ah, für die 60 Jahre, dann ist Bringerei gewesen. Und die politische Häftling, der Todeste, den geschlagen drei Wochen. Und so hat der Staat noch nie die Leute entschuldigt. Sie ist noch nie entschuldigt worden. Danke. Danke für Ihren Beitrag.
Das war jetzt keine konkrete Frage, das waren einfach Feststellungen. Bitte dazu. Dankeschön. Nein, ich möchte gerne meine Hilfe anbieten, nachdem jetzt zweimal schon die Frage gestellt worden ist, wo ist es besser als wir bei uns? Also ich kann da einmal Katalonien nennen in Spanien und einmal das finnische Alland, die haben einen Haufen mehr Kompetenzen als wir. Neben den ganzen Kompetenzen, die was wir zusätzlich auch noch haben. Zum Beispiel Landespolizei, Steuerhoheit, sie haben die primäre Kompetenz in Bildung und Lehrlingswesen, sie haben die Verwaltung der Gerichtsbarkeit, sie haben ausschließliche Zuständigkeit im Gesundheitswesen, um jetzt gleich mal die markantesten zu nennen, aber da gibt es viele andere noch, wo man hergehen kann und sagen kann, es ist ein Modell in Europa und das ist für mich die weltbeste Autonomie. Leider ist, wie gesagt, zweimal ist die Frage gestellt worden, wir werden helfen. Ja. Also so viel ich weiß, ist es in Katalonien so gewesen, dass der Rajoy, der Konservative, also die konservativen Politiker, die Autonomie ziemlich beschnitten haben und deswegen haben sie ja dann die Selbstbestimmung ausgerufen. So idyllisch kann es in Katalonien nicht sein, weil sonst wäre das alles nicht passiert. Nimm ja mal an, oder? Ich glaube, dass bei uns so etwas nicht möglich war, weil die Leute viel zufriedener sind. Und wenn in Katalonien das passiert ist, was passiert ist, dann heißt es, dass die Leute unzufrieden waren und dass die Autonomie beschnitten worden ist. Und ja, bei uns wird sie nicht so grundsätzlich beschnitten, wie sie dort beschnitten worden ist. Bei uns gibt es halt allem wieder kleine Eingriffe, wo, wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof, wo die Regierung etwas unfähig und der Verfassungsgerichtshof dann nicht zu unseren Gunsten entscheidet. Aber unsere Autonomie ist international verankert. Also der Italien kann nicht hergehen und da einfach sagen, einseitig, jetzt nehme ich einen ganzen Teilbereich weg. Da geht es allem um kleine Bereiche, wo man dann halt wieder, wie der Landeshauptmann sagt, dass man halt dann wieder versuchen muss zu reparieren. Aber grundsätzlich können sie unsere Autonomie nicht abbauen. Das, wenn sie es halt wirklich täten, wenn sie radikal in unsere Autonomie eingreifen täten, dann hätten wir wahrscheinlich einen Grund, ein Selbstbestimmungsreferendum auszurufen oder beziehungsweise zu sagen, wir stimmen jetzt drüber ab. Aber den Gefallen werden sie uns nicht machen. Also, da bin ich realistisch. Ich kann Ihnen was zu viel. Ich war ja diese schwedische Minderheit in Finnland. Nicht? Nein, sie seien sicher nicht, aber die beklagen sich auch. Also, die haben dort in der Nähe mal ein Sägewerk gebaut und die beklagen sich auch und sagen die genau gleichen Sachen, was ich da gehört habe. Und nebenbei, Lebensqualität oben kann ich garantieren, ist sicher nicht die, wie wir sie haben. Also sicher, das hat natürlich mit dem Klima zu tun und mit vielen anderen Sachen. Aber das ist überall gleich. Also ich finde, dass eben, und speziell die Finnen sind extrem nationalistisch. Also die reden nicht mal Englisch, wenn du ausgehst. Also es heißt zwar, dass sie die Besten sind in den Sprachen, aber wenn du nach Finnland fährst, oder die wird live Finnisch geredet. Und diese Schweden, was sein, wenn sie sich dann bewegen, das ist für die auch nicht leicht. Aber bitte. Dankeschön. Bitte schön, nächste Frage. Danke. Mikrofon, bitte. Mein Name ist Karl Riederwart, Schützenkompanie Lana. Ich leite kurz eine Feststellung zu machen und noch eine Frage an Herrn Jeanette. Also meine Feststellung, oder was ich halt so befürchte, ist halt die Zuwanderung. Weil mit den ganzen Jungen, was da, die Leute, was da kommen, die Kinder gehen in die Schule, gehen alle zu 80% oder 90% italienische Schule und das werden ja alles in der Zeit erwachsene Leute und die lernen Italienisch und dann wird es heißen eine Volksabstimmung und die haben wir wahrscheinlich die deutsche Sprache geht halt noch zugrunde. Wir können da schauen, dass wir in 50 Jahren, ich sage nicht jetzt von heute auf morgen, wird halt wahrscheinlich das Deutsche nicht mehr noch heißen unter Proporz fällt nachher. Das ist, das ist eine Feststellung von mir. Ob das noch stimmt oder nicht, ich hoffe es nicht, aber das ist meine. Und dann die Frage an Jeanette. Er hat alle gesagt, ob die Lehrlinge, wenn das
der Staat durchführt, aber wenn das bin, sagt ihm, dann sagen keine Lehrer, ich weiß nicht, was das ist oder was der kommt. Wenn er uns das erklären würde, wäre ich dankbar. Ja, bitte, Herr Jeanette, und vielleicht gleich auf diese Frage. Und dann auch noch kurz, Frau Senatorin, geht das Deutsche Bahn? Oder? Ganz kurz, es sind vier Artikel, die effektiv zutreffen. Der erste Artikel ist heute bei der Lehrling, ist ja ein unbefristeter Vertrag, mal für 3 Jahre. Beziehungsweise 4 Jahre. Da möchte man auf nationaler Ebene das für 1 Jahr machen, dass man das einen befristeten Vertrag macht. Der zweite Punkt ist, die Beitragsbegünstigung ist ja heute vorgesehen bei den Lehrlingen. Da möchte man hergehen, wenn dann der Lehrling oder beziehungsweise der Arbeitgeber den Lehrling noch nicht mehr anstellt, muss der Arbeitgeber die ganzen Beiträge voll nachzahlen, also nicht nur die Beitragsbegünstigung, sondern im vollen Betrag. Und wie gesagt, bei uns, wo wenn Lehrlinge sein, der Großteil bleibt sicher drinnen, aber es gibt sicherlich Arbeitgeber, die was noch sagen, du, wenn mir der Lehrling effektiv noch ein Jahr selber weggeht, was passiert denn da, muss ich ihn auch alles zurückzahlen. Der dritte Punkt ist, dass man die Befristeten, oder ist das mit der Steuer und der wegen Berufshalb, wir haben ja heute eine Lehrbefähigung, also bei uns in Südtirol gibt es ja effektiv die ganzen Lehrlinge, die haben ein eigenes Lehrberufsalbum, in dem Sinn, was ja von der Landesregierung beschlossen wird, das möchte man auch aufheben, dass es das in Zukunft nie mehr geben sollte. Ich glaube, wir sind mit denen eigentlich allem gut gefahren. Deswegen effektiv wäre sicherlich auch eine Gefahr, wenn man das jetzt einfach aufheben täte. Und der vierte Punkt, wir haben heute eigentlich allen mit dem Lehrlingsamt, sei es Arbeitgeber, Arbeitnehmer, gut zusammenarbeitet. Und da möchte man in Zukunft das als national steuern, dass die Daten effektiv auf nationaler Ebene eingespeichert werden, sogenannten PAN-AMPAL. Und da ist sicherlich die Gefahr, dass vor allem bei uns das Lehrlingswesen dann sagt, müssen wir das noch in Zukunft doppeltieren, sei es Rom, sei es da heroben. Das wäre normal effektiv schwierig. Und auch von Seiten der Arbeitgeber, heint haben wir effektiv den Lehrvertrag, ist so ein Standardvertrag, der sollte in Zukunft auch abgeändert werden, wo man auch nicht genau noch weiß, wie es ausschauen sollte. Aber wo die zwei großen Probleme sind, ist sicherlich das mit den Befristeten. Das mit den Beiträgen und der vierte, auch noch ein wichtiger Punkt. Bei uns, die Lehrlinge, wenn sie angestellt sind, bekommen sie auch die Schule gezahlt. Also sie haben zwar einen niedrigen Lohn, bekommen aber das ganze Jahr gezahlt. Und da möchte man auf nationaler Ebene das auch so handhaben, dass ein fixer Betrag, Prozentsatz drinnen ist. Und wenn heute die Lehrlinge die Schule besuchen, dass die nicht bezahlt kriegen, also das wäre ein sogenannter unbezahlter Wartestand für die Betroffenen. Und das sind halt Punkte, wo auch die Arbeitgeber sagen, im Endeffekt wärst du noch schwach, dir noch Lehrlinge zu finden, weil wenn die Schule nicht gezahlt ist und effektiv wärst du da schwach, dass du noch Lehrlinge findest. Beziehungsweise, wenn man schon heute für die Renten redet, wo sie ja der Amtsdirektorin gesagt hat, sollte man auch wirklich initiieren, dass vor allem mit dem sogenannten Beitragssystem für die Rente es enorm wichtig ist, dass die Lehrlinge wirklich die ganze Dauer gedeckt sein, pensionsmäßig gedeckt sein. Denn sonst haben wir wieder ein System, viele werden sich vielleicht erinnern, das war schon, glaube ich, in die 70er, 80er Jahre, dass Lehrlinge angestellt worden sind. Wenn die Schule geworden ist, sind sie abgemeldet worden. Danach sind sie wieder angestellt worden. Und in der Logik haben halt die Zeiten auch für die Pension gefehlt. Aber wie gesagt, das sollte auf nationaler Ebene passieren, wobei man schon sagen muss, dass die duale Ausbildung ja effektiv wir in Südtirol in Großteil haben. Also auf nationaler Ebene gibt es ja kaum Leute mit der dualen Ausbildung, die gibt es nicht. Und da sollte man unser System, das was eigentlich wunderbar funktioniert hat und wo wir uns angeglichen haben an Deutschland, Österreich oder Schweiz, effektiv auch so lassen, wie es gewesen ist. Und nicht effektiv jetzt ein System einführen, das was für alle gleich sein sollte. Danke, Herr Jeanette. Bitte. Man muss auch verstehen, wie das entstanden ist, weil es hat ja zwei schwere Unfälle gegeben, wo zwei Jugendlichen
gestorben sein, nicht? Und das hat in Italien natürlich eine riesen emotionale Welle ausgelöst und jetzt diskutiert man über das. Aber ich bin überzeugt, dass wenn man ihnen unten erklärt, dass wir da in Südtirol, wie der Herr Schneck gesagt hat, diese Eigenart haben, eine duale Ausbildung, die ja super funktioniert, wo wir die tiefste Jugendarbeitslosigkeit haben, dass man da sicher, und dass bei uns das wirklich total zusammenbrechen würde, dass da das sicher Verständnis da haben werden. Also ich bin überzeugt, dass man ihnen das erklären kann. Zurzeit ist ein bisschen alles emotional, weil eben diese zwei Vorfälle waren, wirklich schlimme Vorfälle, wo eben zwei Jugendliche gestorben sind, weil sie vielleicht nicht richtig eingesetzt worden seien. Sie haben halt noch ihnen Sachen machen lassen, die sie eigentlich nicht machen hätten sollen. Dankeschön für diese Ergänzung. Vielleicht ganz kurz noch zur Angst, die geäußert wurde, dass in 50 Jahren die deutsche Sprache verloren geht in Südtirol. Also die Bedenken hätte ich jetzt nicht, aber wie Sie gesagt haben, die ausländischen Personen, die herkommen, die werden alle italienisch sozialisiert und kehren dann zur italienischen Volksgruppe und verschieben dann den Proporz. Da gibt es ein ganz probates Mittel. Da müssen wir Deutschen halt schauen, dass wir einen Teil dieser Ausländer, wir uns darum kümmern, dass wir schauen, dass sie die deutsche Sprache lernen, dass sie in die deutschen Schulen gehen. Dann besteht die Gefahr nicht. Und es gibt ja auch ganz viele aus dem Osten, die schon deutschsprachig herkommen. Also die Gefahr sehe ich einfach nicht. Dankeschön. Wir haben es zwar schon nach 22 Uhr, aber solange die Diskussion so rege und fair hier ausgetragen wird, machen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben 1, 2, 3 Fragen noch. Bitte schön. Erste Frage hier vorne, zweite dann und dann die dritte. Malaya Otmar von Germs. Mir hat gut gefallen, die Bemerkung da vorne, dass uns die Aufbruchstimmung ein bisschen verloren, abhanden gekommen ist. Weil die vielen Sachen, was da gesagt worden sind, Knuenigkeiten für manche, für andere, für ältere Leute zum Beispiel, wenn sie in C&C im anderen einkaufen gehen und Leute italienisch mehr als umgeschrieben ist, ist es sicher eine Schwierigkeit. Und so, glaube ich, braucht es wirklich mehr Aufmerksamkeit seitens Finns, seitens vielleicht auch von der Politik, um da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Das Zweite, und da habe ich eine konkrete Frage an Herrn Giudice de Andrea. Das Zweite ist, wir leben in Bozen zurzeit ein totales Chaos. Und wie sollen die Politiker in Bozen und halt in Rom unten wirken, wenn wir herum so ein Saustall haben? Es tut mir einfach leid, das muss man auch mal sagen, wenn jetzt vielleicht auch jede Zeitung voll ist und niemand eigentlich das mehr hören will. Ich hebe da eine Zeitung in der Hand, mehr Südtirol auf dem Teller. Ich habe heute mit einem Geschäftsführer geredet von einer Genossenschaft, der gesagt hat, heuer wird es richtig spannend, ob wir die Äpfel da verkaufen, ob wir den Wein wegkriegen. Und ich glaube, wir in Südtirol, neben den vielen Themen, was wir heute gehört haben, werden in Zukunft viele andere Themen noch kriegen, was wir wahrscheinlich irgendwann einmal auch wieder müssen selber umbauen. Und meine konkrete Frage an den Herrn war, eben weil in Bozen unten der Saustall ist und in Bozen wirft man in manche vor, sie seien zu sehr wirtschaftslastig. Und deswegen gibt es da die Konflikte, weil ihre Leute in der Wirtschaft nachrennen oder in der Wirtschaft alle Gefälligkeiten machen wollen. Und jetzt hat die gern die Frage, ob sie das auch fühlen oder ob das aus der Luft gegriffen ist. Danke. Ja, wir als die Wirtschaft, ich bin ja Präsident vom Wirtschaftsring und kann das wirklich, wir sind als Wirtschaft wirklich besorgt, dass sich die Politik zurzeit mit sich selbst beschäftigt und nicht mit den Problemen, die wir alle haben. Also das besorgt uns und ich weiß halt nicht, dass wir da glauben, dass sie zu wirtschaftslastig sein. Also natürlich gibt's irgendwelche Fälle, es wisst die ganze Geschichte mit dem Gatterer, das ist sicher, da hat sicher die Politik kein gutes Bild abgeben. Aber wir sind besorgt, also wir sehen das schon auch sehr kritisch und haben auch einen Appell an die Politiker ausgerichtet, auch an die Zeitungen, weil es ist auch ein Thema, da spielen sicher die Medien auch eine große Rolle in der ganzen Sache, dass wir bitte auch hören und dass wir wieder schauen, dass wir weiterkommen, weil
Ja, die Probleme ist, die, was wir zurzeit zu bewältigen haben, sind gewaltig eben. Energiepreise, die Lieferketten. Und wir sind auch nicht aus der Pandemie draußen. Und da müssen wir uns wirklich mit den Themen beschäftigen und nicht eben solche Streitereien weiterführen. Also, vielleicht aber bin ich der Richtige vielleicht als Politiker. Ich bin ein Wirtschaftsmensch, vielleicht kann ich Frau Senatorin da was dazu sagen. Ist natürlich kein dankbares Thema. Ja. Ich denke mir halt, solche Skandale oder Konflikte hat es jetzt in mehreren Ländern gegeben. In Österreich ist der Bundeskanzler zurückgetreten. Natürlich mit den neuen Medien, wo du die Chats siehst und mit den Abhörungen und so, kommen die Sachen halt außer. Gegenwärts des schon allem haben. Natürlich ist es sehr ungut. Ich glaube auch, dass man, also ich bin der Auffassung, dass man das viel zu lang nicht umgangen ist, das Thema, dass man das versucht hat, von der Parteispitze das alles so lang wie möglich zu vertuschen. Und dann ist es halt umso heftiger gekommen. Aber ich bin jetzt schon zuversichtlich, dass sich da die Politiker auf Landesebene wieder zusammenraufen werden und dass ein paar halt gehen müssen, die was da involviert waren und dass man dann schon in die Zukunft schauen kann. Und was den Vorwurf oder halt was das Thema anbelangt, natürlich, die SVP ist eine Sammelpartei und die hat allem von einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis gelebt zwischen Arbeitnehmer und Bauern und Wirtschaft. Und es ist tatsächlich so, dass das Kräfteverhältnis zurzeit ein bisschen verschoben ist in Richtung Landwirtschaft und Wirtschaft. Das wird der Herr Genet vielleicht auch mir beipflichten. Die Arbeitnehmer waren früher viel stärker und viel durchsetzungsfähiger. Und im Moment sind sie halt, haben teilweise Positionen, wo ich mir denke, das sind eigentlich keine Arbeitnehmerpositionen. Deswegen ist im Moment die SVP auch von dem Gesichtspunkt her ein bisschen in Schieflage. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Ja, ich bin der Jürgen Werth aus Neimarkt. Als erstes möchte ich kurz einmal meinen Gedanken zur Identität machen, weil wir gerade alle zwischen Katalonien und Südtirol verglichen haben. Also ich glaube, dass die Katalanen an sich zusammen mit der Regierungspartei einfach sich nicht als Spanier fühlen und Katalanen sein. Und ich glaube, in Südtirol sind halt viele Südtiroler leider und damit und auch die Regierungspartei einfach lieber Italiener und als Südtiroler. Das ist schon einfach selber, was ich momentan ein bisschen spüre. So. Aber das war jetzt eher meine Aussage, also, dass ich einfach einmal in den Raum bringen und will. Ich möchte das Thema Steuern anschneiden und dann habe ich eigentlich drei Fragen oder drei verschiedene Leitfragen. Und zwar an die Frau Senatorin. Einmal schon das Gespenst von der Mineralölsteuer, wieso der Benzin bei uns so teuer ist und die Treibstoffe, weil man allem noch Reparationszahlungen für Benzin machen muss, scheinbar. Ob das ein Gerücht ist und wie lange man da noch zahlen muss, damit es endlich fertig wird, damit wir auch günstigere Treibstoffpreise haben wie andere Länder in Europa. Zurzeit ist es überall teuer, wie es war, aber vor der hohen Preissteigerung. Und zum anderen möchte ich von Herrn Giudice Andrea wissen, wie er im Vergleich für die Steuerbelastungen für die Unternehmer in Italien sieht, hauptsächlich im Vergleich zu Österreich, wo ja auch viele abwandern und weil es ja also im Ausland feiner ist und günstiger ist. Und dann an Herrn Genetti, die Belastung für die Arbeitnehmer, die ja mit weniger Geld auskommen müssen, weil sie ja auch hohe Steuern haben zum anderen. Und auch noch hat Italien eine der höchsten Mehrwertsteuern. Und das alles ist halt ein bisschen im Vergleich zu anderen Staaten noch ein bisschen Konkurrenz. Und da möchte ich einfach einen Gedanken dazu hören. Danke. Genau, ich beginne mit Ihnen, Frau Senatorin, eben. Treibstoffpreise. Also, ja, na, zuerst möchte ich schon richtig stellen. Also ich glaube, keiner von der SVP fühlt sich als Italiener. Und ich kann euch versichern, dass ich in Rom, man wird vor allem wieder in Diskussionen verwickelt, weil sie natürlich fragen, ja, fühlt sie sich als Italiener? Und wir sagen dann allem, nein, ganz sicher nicht. Wir sind keine Italiener, deshalb ist es zu akzeptieren. Wir sind eine deutsche Minderheit. Also da
das glaube ich, sagen wir, eins ist der Vorwurf, dass wir vielleicht glauben, dass die Zukunft ist, die Autonomie weiterentwickeln und nicht auf die Selbstbestimmung gehen, aber dass wir uns als Italiener fühlen, das ist ein ungerechtfertigter Vorwurf. Was die Preise für Öl und Treibstoff und so weiter anbelangt, natürlich versucht jetzt der italienische Staat, um das wieder auszugleichen, diese Verteuerung von Gas- und Rohstoffpreise, versucht die Steuern zu senken auf die ganzen Produkte, um zumindest einen Großteil von den Preissteigerungen abzufangen. Das Problem ist leider beim italienischen Staat, dass er schon von Haus aus extrem hoch verschuldet ist, dass er extrem hohe Zinsen zahlen muss, und das funktioniert leider, weil die Europäische Zentralbank auch zugunsten von Italien die Zinsen niederhaltet, weil wenn die Zinsen steigen, dann müssen Unsummen an Zinsen gezahlt werden. Und jetzt bei den ganzen Hilfspaketen, Steuersenkungen, um sie eben auszugleichen und so weiter, stellt sich halt wieder die Frage, wo nehmen wir das Geld her, die wir uns jetzt nochmal verschulden, und wer zahlt es dann als Druck, die künftigen Generationen? Sag mal, es ist alles nicht so einfach zu lösen. Und in letzter Zeit sind halt einfach extrem viele Problematiken aufeinander getroffen, weil nach der Pandemie waren eigentlich sehr gute Wachstumsprognosen da, und es hat sehr nach Erholung und Wirtschaftswachstum ausgeschaut. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg und mit der Verteuerung der Rohstoffpreise und der drohenden Inflation kommt halt wieder von einer anderen Seite ganz eine andere Problematik her. Aber der Draghi und die italienische Regierung versuchen natürlich zu lösen, was zu lösen geht. Dankeschön zur Steuerbelastung. Ja, die Steuerbelastung ist in Europa schon unterschiedlich. Aber ich muss sagen, dass die reine Besteuerung der Firmen, der Gewinne von Firmen, ist in Italien und in Österreich und in Deutschland ziemlich ähnlich, nicht? Es gibt natürlich da in Italien einige Steuern, die wir Unternehmer hassen. Und eine davon ist die IRAP. Weil die IRAP ist eine Steuer, die nicht auf den Gewinn ist. Das ist eine Steuer, wo du, die zahlst du auf die Kosten für die Arbeit, du zahlst auf die Zinsen, das ist ganz furchtbar. Also umso mehr du Schulden hast, umso mehr zahlst du Steuern. Und die Steuern ist eine Steuer, die aber das Land bestimmt. Und da vor kurzer Zeit hat man leider wegen, um den Haushalt zu sanieren oder den Haushalt wieder richtig zu stellen, hat man die IRAP wieder erhöht. Nicht? Weil wir hatten lange Zeit in Südtirol die tiefste IRAP Italiens. Und somit war das nicht so schlimm gegenüber. Natürlich ist es eine Steuer, die wir alle, also die wir wirklich nie gern gehabt haben, weil der Unternehmer zahlt gern, wenn er was verdient. Aber wenn er eine Steuer zahlen muss, auch wenn er nichts verdient, und das speziell bei den kleinen Firmen, ist das sehr oft der Fall, dass sie eben Steuern zahlen müssen, obwohl sie nicht verdient haben. Und das ist etwas, was wirklich abzuschaffen ist da in Italien. Und da haben wir Unternehmer lange gekämpft gegen diese IRAP. Leider ist sie von allen Politikern eigentlich versprochen worden, dass sie abgeschafft worden. Angefangen, der Berlusconi hat schon gesagt, er will sie abschaffen. Alle wollten sie abschaffen. Aber wir haben sie leider heute noch. Gut. Da muss ich jetzt einen Moment wieder widersprechen. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass in Italien eine extrem hohe Steuerhinterziehung ist. Es wird überall ein bisschen sein, aber in Italien ist es halt extrem hoch. Das ist eines von den größten Problemen von Italien. Und dann ist irgendwann der Staat hergegangen und hat gesagt, okay, wenn du hast 10 Angestellte und was weiß ich, 300 Quadratmeter Büroräume und willst mir erzählen, dass du nichts verdienst. Dann tun wir so, dann besteuere ich, je nachdem wie viel du Angestellte hast, je nachdem wie viel du Fläche hast für deine Büroräume, dann kann man nicht mehr so schwindeln. Das ist irgendwo der Hintergedanke von der IRAP, damit man versteht, warum das so ist. Dankeschön für diese Ergänzung. Ich habe lange Jahre. Also in Südtirol war die tiefste IRAP. Und jetzt haben wir sie wieder gleich hoch wie alle anderen. Herr Genet, Belastung für die Arbeitnehmer. Ja, ich glaube, der Steuerdruck auf Arbeit ist schon einfach enorm. Ich glaube, das sehen wir, wenn heute im Bruttolohn und Netto rauskommt. Der Staat hat zwar, muss man auch sagen, 8 Milliarden jetzt vorgesehen mit der Steuerreform ab 1. Januar 2022. Leider, das spüren die Leute nicht, weil die ganzen Preise alle gestiegen sind. Das heißt, die Energiepreise,
muss man leider die Stromrechnungen anschauen, man zahlt das Doppelte, die Gasrechnungen, die Lebenshaltungskosten, es ist ja alles enorm aufgegangen. Also die Leute haben spüren von der Steuerreform eigentlich relativ wenig, wobei man sagen muss, es sind 8 Milliarden gewesen. 8 Milliarden. Also da ist wirklich eine Reform gemacht worden, wo es eigentlich die erste war, in den letzten Jahren ist ja gar nichts mehr passiert. Absolut nicht. Wo wir haben im Spielraum bei der regionalen Zusatzsteuer, zum Hatzland die Möglichkeit, Hatzland da effektiv getan, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, was mich jetzt schon stört, ich muss es einfach sagen, ist auch von Seiten der Landespolitik die Milchpreise. Es stimmt. Effektiv die Milchpreise, wo man jetzt intervenieren möchte. Wenn ich gestern das Interview gehört habe, dass wirklich die Bauern aber wirklich die Milchpreise am meisten ausgezahlt kriegen gegenüber den anderen europäischen Staaten, dann stelle ich mir schon endlich die Frage, wo sind da unsere Arbeitnehmer? Weil im Endeffekt, die SEM sind die Strompreise enorm gestiegen, die Mieten sind hoch, die Lebenshaltungskosten sind enorm gestiegen. Also da braucht es auch schon endlich eine Intervention, dass auch beim Land etwas passiert. Wir werden allen vertröstet. Das Pendlergeld ist das beste Beispiel. Da muss man auch ehrlich sein. Das Pendlergeld hat das Land gewählt. Abschaffen. Abschaffen. Das gibt es sogar im Dokument drin. Man ist jetzt dabei, dass man sieht, die Benzinspesen steigen so hoch. Deswegen sagt man jetzt, ja, wir haben das Pendlergeld, die Ansuchen jetzt verschoben, wir werden es im Herbst machen. Und man sollte ehrlich sein, man hat das Geld abschaffen. Wie es im Herbst passiert, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss ich einfach sagen, der Druck ist halt enorm. Und die Leute schaffen es nicht mehr. Absolut nicht mehr. Und deswegen müssen auch die Löhne steigen. Und bei den Renten bleibe ich noch einmal dabei, ist die Aufgabe von Staat, endlich die Renten zu erhöhen. Denn die haben wirklich in den letzten 10 Jahren den höchsten Kaufkraftverlust gehabt. Absolut gehabt. Und da, wie gesagt, wo das Land die Möglichkeit hätte, sollte man wirklich investieren. Aber zum Großteil, was die Steuern betrifft, ist die Aufgabe vom Staat. Wobei ich noch einmal sage, es ist eine Kleinigkeit getan worden, aber das ist zu wenig, absolut zu wenig. Mhm. Da braucht es wirklich grundsätzlich eine Reform. Wieso aber heint die Betriebe da bleiben? Weil da können heint auch große Betriebe sagen, du, ich gehe in Ausland, kriegt es wirklich, die Gründe sind billiger. Aber ich glaube, wenn man da mit den Unternehmen redet, was uns eigentlich stark macht, sind die fleißigen Arbeitnehmer. Das muss man einfach sagen. Die Produktivität. Und da muss ich sagen, wo wir, das heißt mit dem Unternehmerverband, wir treffen uns ja schon seit 2011 eigentlich kontinuierlich, gibt es einen Austausch. Wir sind aber viele Punkte allem einer Meinung, versuchen das auch noch wieder in der Politik mit Schreiben, mit Dokumenten, mit Aussprachen umzubringen. Ich sage, bei der IRAP ist das passiert. Wobei das Argument in dem Fall von Landeshauptmann das war, dass er sagt, der Staat ist dabei, eine Steuerreform zu machen. Dass auch die IRAP ist ja mal gewesen, dass man die abschaffen möchte. Man hat sich erwartet, dass dadurch nach das Land effektiv die Gelder, die sie jetzt nicht mehr fließen, auf der anderen Seite zurückkriegt. Dankeschön. Wir haben eine letzte Frage noch hinten. Mikrofon bitte. Guten Abend, mein Name ist Dr. Sandra Großsteiner aus Meran. Ich hätte eine Frage an die Frau Senatorin und an Herrn Genette. Und eigentlich hätte ich mich an den Herrn angeschlossen, aber die Diskussion ist jetzt ein bisschen abgedriftet. Mein Thema ist Bildung. Ich finde das recht nett, wie Sie sagen, Frau Senatorin, ja, da werden dann ein paar Ausländer dann auch Deutsch kultiviert. Da war die konkrete Frage. Also mein Eindruck als Lehrperson ist, es ist einfach etwas anderes, ob in Ihrem Stuhl sitze oder in meinem Stuhl sitze, wenn man konkret in der Realität Schuljahr für Schuljahr einen großen Anteil in der Klasse hat, der Unterrichtssprache nicht mächtig ist. Wie soll ich das schaffen dann? Kinder, also meine sind junge Erwachsene, die ich ausbilde, aber wie soll man schaffen, Kindern Deutsch lesen, Deutsch schreiben, sich in der Diskussionskultur redegewandt auszudrücken, beibringen, wenn man nebenher auch praktisch eine Grundlagen
Sprache macht. Mir ist klar, dass es diese Stunden gibt, wo sie dann den Unterricht verlassen, aber das reicht einfach nicht. Und wie soll ich den Spagat schaffen? Weil das Problem an ich jetzt nicht irgendwann mit der Zeit, mit Europa, wird sich das richten. Das an ich jeden Tag. Und die zweite Frage ist an Herrn Tenet. Da stütze ich mich, um es ganz kurz zu machen, weil die Zeit ist fortgeschritten, auf die Erkenntnisse von Herrn Professor Josef Leisten. Er ist eine von den Koryphäen vom fachdidaktischen Unterrichts-, also spruchfördernder Fachdidaktik, Professor in Mainz und mit mehreren Preisen für Didaktik ausgezeichnet. Wie soll ich mit dem System CLIL fachlich in einer Fremdsprache Inhalte vermitteln? Man sagt ja eh, die reden ja Fachchinesisch, wenn man auf Deutsch eine Fachsprache lernt. Hat sich das nicht überholt? Sollten wir da nicht auch mehr Aufbruchstimmung kriegen und Dinge, die wir vielleicht einmal gemacht haben, weil sie irgendwo populär waren, nicht ablegen, um es vielleicht anzupassen an modernere Erkenntnisse? Danke. Zur ersten Frage bitte, Frau Senatorin. Ja, nein, jetzt die Migrationsproblematik habe ich jetzt nie gesagt, Europa wird es schon richten. Ich habe gesagt, innerhalb von Europa werden die Grenzen fallen und deswegen werden wir ja nicht mehr Selbstbestimmungsrecht brauchen, sonst wird es Europa Regionen geben. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Natürlich ist die Migration überall ein Problem und natürlich ist es ein Problem, dass man Kinder in die Klassen hat, die die Sprache nicht richtig kennen. Aber andererseits, wenn wir versuchen, die ganzen Migranten auf die italienischen Schulen abzuschieben, wo eh schon viel mehr sein als in die deutschen Schulen, dann wird halt genau das passieren, was der Herr gesagt hat. Dann wird sich halt der Proporz zwischen Deutschen und Italienern bei uns verschieben. Da ist die Landespolitik gefordert und muss halt Maßnahmen ergreifen, dass, keine Ahnung, Sprachkurse nebenher angeboten werden oder eine zweite Lehrperson mithilft. Ich meine, da wird es sicher Lösungsmöglichkeiten geben und für die ist die Landespolitik gefragt. Mhm. Herr Janet, bitte. Ja, ich glaube, wir müssen eigentlich stolz sein, sei es schon in der Grundschule Deutsch-Italienisch zu lernen. Leider ein Fakt, das ist ein bisschen unschaug. Das heißt, der Deutsche hat enorme Schwierigkeiten, das heißt, beim Italienisch und umgekehrt. Ich glaube, da stimmt es beim Unterricht nicht. Das stimmt nicht. Absolut nicht. Ich kann ein Beispiel sagen. Meine Tochter macht Skirennen. Waren wir jetzt in Sulden oben, da sind zwei Psyra-Bibeln gewesen, die waren 12 Jahre alt. Ich und ich jetzt, da ist die Fotografin gewesen, die haben effektiv nicht gewusst, wie der Helm, Kasko haben sie nicht verstanden. Vorne hat sich schwer getan, die Nummer 220 auszusprechen auf Italienisch. Das kann nicht stimmen. Also ich glaube, da muss man wirklich beim Unterricht etwas tun. Und wenn ich heute anschaue, wie die Jungen heute in der Grundschule schon Englisch lernen, sehe ich es jetzt auch bei meiner Tochter, aber auch ein paar andere, die tun sich bedeutend leichter. Und die reden eigentlich Englisch zum Teil besser wie der Deutsche Italienisch und umgekehrt. Deswegen, da muss sich beim Unterricht wirklich etwas ändern. Absolut ändern. Dass man das in andere Formen beibringt. Selber glaube ich, wir haben da, glaube ich, noch ein veraltetes System und reden heute wie vor 20, 25 Jahren. Es hat sich da nie etwas geändert. Absolut nicht geändert. Deswegen, meiner Meinung nach, muss man beim Unterricht da eine Änderung machen. Absolut. Schon wie du Italienisch die Sprache lernst, beziehungsweise Deutsch lernst. Ich glaube, da muss sich etwas passieren. Aber jetzt zurückzukommen, ein Ding noch, jetzt bei meiner Tochter ist ein albanisches Kind erst jetzt eingeschult worden. Vor einem guten Monat. Was mir da fehlt, das Kind mit 9 Jahren hat weder Deutsch, Italienisch gekannt, auch nicht Englisch. Absolut nicht. Wenn die einen Ausflug gemacht haben, beispielsweise gestern seien sie oder Hasler heute gefahren kochen. Der Bub hat nicht verstanden, dass er muss zum Bahnhof gehen. Der Bub hat nicht verstanden, dass es bei uns in Südtirol Pass gibt. Und da fällt mir schon eine Stelle, die Leute, effektiv in dem Fall die Eltern, aufnimmt und sagt, schau, der Südtirol Pass so und so ist zu machen. Das fehlt. Und deswegen gehen die Kinder effektiv verloren.
Und logisch, treffen sie sich noch mit anderen Kindern, die die gleiche Sprache mächtig sein. Und Zell ist effektiv trauriger. Deswegen glaube ich, müssen wir die Integration auch anders machen. Absolut anders machen. Dankeschön. Ein Blick auf die Uhr. 22.30 Uhr, 10:30, anschließend du jetzt ein Dialekt, weil wir sind jetzt in Dialekt ein bisschen angegangen. Dankeschön für die rege Diskussion. Dankeschön, Frau Senatorin Unterberger, Giulia Giandrea, Herr Genett, Herr Niederhofer und auch Herr Frank. Danke auch für die Wortmeldungen, für die Fragen. Das erste Wort heint hat aber der Schützenhauptmann gehabt, der Andreas Bixner, und der soll als letzte Wort haben. Andreas, du schließt schon. Und schickst ihn nach Hause. Danke dir, Alfred. Also es werden Worte sein, mit einer Woche kann ich eigentlich sozusagen nicht entlassen aus dem Saal. Ja, wir sind jetzt am Ende der heutigen Diskussion angelangt und ich glaube, wir haben Pro und Kontras gehört. Und ich bin glaube ich, der Auffassung, dass wir auf einem guten Stand sind, aber wenn man genau hingelöst hat, also haben wir quer durch, wie wir alle in der Gesellschaft stehen, schon große Herausforderungen. Und die Herausforderung braucht eben Mut zwischen Politik, Wirtschaft, Arbeitnehmer, Verbände. Und ich glaube, wir können da eigentlich gleich sehen, dass der Weg noch weit lang ist, dass sicher viel Technisches geworden ist wie früher, mit, sozusagen mit dem Stammtischgespräch. Aber da müssen wir schon sehr stark dahinter bleiben, dass das wirklich zu einer sehr guten Autonomie wird, meiner Meinung nach. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion. Ich danke abschließend auch an alle Teilnehmer hier am Podium und eigentlich im Publikum, die sehr eifrig mitdiskutiert haben, dem Moderator Alfred. Danke dir für die gekonnte Führung durch den Abend. Alle hier anwesend im Saal und auch diejenigen, die via Livestream heute mit dabei gewesen sein, mit der Übertragung, was von der Galerie aus gemacht worden ist. Im Namen der Kompanie Franz Höfler-Lahner bedanke ich mich bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe jetzt, die geholfen haben, die ganze Vorbereitung für den Abend mit zu unterstützen, sowie jeden und jede, der was in irgendeiner Weise zum Gelingen des Abends beigetragen haben. Und im Hintergrund, es steht bereits da, ist der Hinweis auf den großen Unabhängigkeitstag am 4. Juni, das ist der Pfingstsamstag am Sandplatz in Meran. Und ich lade da wirklich alle im Namen der Arbeitsgruppe jetzt sehr herzlich hin, so wie 2013 und 2016 mit dabei zu sein, um wieder mit Mut, Zuversicht und positiver Stimmung werden wir Erfolgsfest feiern für das Streben nach Unabhängigkeit und nach Veränderung. Und wenn er es weiterhin die Themen, so wie sie heute diskutiert worden sind, die sehr vielfältig sein, zum A-Welt weiter vertiefen, weil die Heim werden da im Mittelpunkt stehen, die Gelegenheit nutzen will, eben Vertreter von anderen europäischen Völkern, die noch ihren Weg zur Unabhängigkeit gehen wollen, wie Katalanen, Schotten, Flamen und weitere, die was da daran teilnehmen, sei das im Iran genau richtig. Und zudem haben wir wieder ein großartiges Rahmenprogramm im Iran organisiert mit Auftritten für unsere Kulturvereine, eine tolle Kinderbetreuung, die kulinarischen Leckerbissen auch das Mal zum Thema Freiheit und die Topband The Blokes, was aufspielen wird und für uns alle einen Feststock für die Unabhängigkeit macht. Also darf ich jetzt auch die abschließenden Worte in unserem Dialektsprache gehalten haben. Kämpft's gut heim, alle eine gute Nacht und wir sehen uns, glaube ich, sicher spätestens am 4. Juni beim Unabhängigkeitstag in Meran. Vergelt's Gott.